Ja, wir fangen jetzt mal einfach an, mal gucken, was hier so geht. Ich habe gestern hier aufgehört, dass es die Tür, durch die wir gegangen sind und die ich dann wieder zurückgegangen bin. Die ganzen anderen Türen haben wir uns hier noch nicht angeguckt. Also das ist das, wo wir jetzt sind. Und das ist das, was wir mutmaßlich heute versuchen werden zu durchschreiten, wenn irgendwie möglich. Bin mal gespannt, so was das hier so führt. Ich finde es sehr interessant, ich habe das gar nicht im Kopf gehabt, dass es irgendwelche Zwischensequenzen mit Peachington in diesem Spiel gibt oder gab. Oder gibt. Oh, das ist eine Brücke. Hilfe. Das ist ziemlich fantastisch, weil ich, die optische Abgrenzung zwischen dem und dem, zwischen diesem Teil und den anderen Teilen des Spiels, finde ich ziemlich cool. Nein, nur ein Sackgasse. Oh mein Gott. Hier zu bleiben wird uns nicht helfen. Wir sollten lieber weitersuchen. Okay. Umkehren? Eher nicht. Das ist eine Sackgasse für uns. Also, ach, da. Oh. Mit ihrer Gefolgschaft und den roten Augen. Wobei, der Goomba hat doch gar keine roten Augen. Der müsste doch eigentlich normal sein. Wer zum Kuckuck seid ihr? Genau, die krotze Krabbe. Dankeschön, Jöschelchen. Da gibt es bestimmt noch Krabbenburger. Oder eine Cola. Zum Beispiel. Bringt euch in Sicherheit, Prinzessin. Ich weiß, mit solchen Gesindeln umzugehen. Du bist ja selbst mal eins davon gewesen. Nein, bzzzt. Unser einziger Freund. Nein. Lang lebe der Graf. Nein, unser einziger Freund ist uns abhanden gekommen. Wir müssen die Brücke runterspringen und in den Tod stürzen. Ihr seid ein Glückskind, Prinzessin. Diese Hochzeitsexplosion zu überstehen. Ja, wer erwartet sowas schon? Stimmt, der leckere Peach-Schinken. Gibt's bestimmt, oder? Weil die Pökeln schinken ja irgendwie in jedem Kack. Da kann man ja ruhig dann auch mal einen Pfirsich-Rauch machen oder sowas Elegantem. Das ist bestimmt was ganz Exquisites. Aber hier ist Endstation. Euer Glück hat euch verlassen. Ja, dann. Jetzt heißt sie uns anzuschließen. Kommt und dient dem Grafen. Niemals. Na gut, da muss ich wohl durch meine Hypno-Kräfte einsetzen. Hypno, ja. Das Pokémon. Einfach ganz ruhig bleiben, okay? Dieses K. Ich muss nur schnell die Gehirnwäsche durchführen. Klar, kein Problem. Holy Böse. Was ist denn jetzt? Warum denn solche Sachen? Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe Angst. Tschüss. Was zum... Stand so nicht auf dem Plan. Wo ist sie nur hin? Plötzlich Verzweiflung. Naja, sie wirft uns nicht wirklich aus der Bahn. Prophezeiung wird sich auch so erfüllen. Dafür brauchen wir sie nicht. Und wohin sie rennt, ist auch nicht wichtig, da alle Wellen zerstört werden. Das, meine Liebe, glaubst aber auch nur du. Beziehungsweise, selbstverständlich wird es keinerlei Bewandtnis haben. Ich kann mich nur gut an diesen Tag erinnern. Es war warm und friedlich, so wie heute. Ist der Wahnsinn. Ack. Ach. Endlich wach. Link, bist du's? Wo bin ich? Lebt hier ein Mensch? Augen ist gerade einfach und unterhält sich mit irgendwem im Garten. Das ist sehr spannend für mich. Hier, ein Mensch? Knickedicken. Da bin ich so herum. Mit ihrem Fuß. Ich hab gefunden. Das ist ein Mensch, oder? Ich gehöre dem Clan der Dunkelheit an. Das weißt du? Oh mein Gott. Das macht keinen Unterschied. Lass sie niemanden so einfach liegen. An diesem Tag haben sie unsere Pfade gekreuzt. An diesem Tag begann auch unsere Tragödie. Wer war das? Bitte, was? Es war ein Sushi-Lieferant da. Ja, danke schön. Ich habe in meinem Leben noch nie Sushi gegessen. Fünfjähriges Handy-Leben? Was ist das denn? Du hast seit 5 Jahren erst ein Handy? Ja, ich meine gut, vor 5 Jahren warst du 15. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. An diesem Tag begann auch unsere Tragödie. Dann, dünn, dünn. Plötzlich willkürliche Sushi-Lieferanten. Und plötzlich sind wir zurück bei Maru Yodo tot. Hallo. Ja, guck mal, es hat Sonnendings da. Finde reine Herzen, damit du in bestimmten Bereichen... Ja, ist mir schon klar. Zuerst sollen wir zu Merlon. Ich habe das Spiel halbwegs verstanden. Danke der Nachfrage. Ach, hier kommen dann die ganzen Türen hin. Alle nacheinander. Ja. Also ist das unser Level? Warum ist der Typ denn nicht mehr da? Gibt's doch gar nicht. Kann ja einfach verschwinden, sag mal. Das ist ja auch nicht die feine englische Art. Dann gehen wir halt down in den Earlier Round. In Sugar, we're going down swinging. Dankeschön. Ey, guck mal, wir haben heute die übelste Hipster-Tasse. Heilige Scheiße. Hat der dir gesagt, wen er gesucht hat? Ah, okay. Ihr seid schon wieder hier? Ich bin wieder hier. Kann an euren Gesichtern sehen, dass ihr erfolgreich wart. Wird Wart nicht mit D geschrieben? Doch, klar. Gehen wir in mein Haus, dort könnt ihr mir berichten. Bitte kommt herein. Okay, in das definitiv nicht sternenbehaftete Sternhaus. Dann haben wir quasi nochmal Glück gehabt. Gib mir das. Seit 5 Jahren
Ach, immer noch dasselbe Handy. Heilige Scheiße, echt? Das spricht aber für die Qualität des Handys. Die Handys, die ich habe, die gehen immer nach anderthalb Jahren kaputt. Beziehungsweise nach vier Jahren. Stimmt, es kommt hin. Nun, werte Freunde, habt ihr ein reines Herz gefunden? Du hast doch gerade gesagt, du hast es gesehen, du Lappen. Für einen coolen Stern da. Ich möchte seinen Stern. Das ist ein Experience Point aus den anderen Mario-Dingern spielen. Oho, welch Glanz. Dies ist für wahr ein Teil des reinsten Herzens. Ach, die ergeben dann hinterher zusammen ein Ganzes, ja, verstehe. Ja, dann reife ich schon der Lehrer gesagt, deine Mutter, weil... Bei dem Lehrer sagte deine Mutter, weil sie langsam auch gehen wollte. Also im Prinzip habe ich sie schon fast vorhergesehen, oder? Siehst du mal, Samu geht lieber zum Elternsprechtag, als ein Eis mit seinem Kumpel zu essen. Ist jetzt die Frage, spricht das jetzt dafür, dass Samu ein Streber ist oder das Startland schlechter Freunde? Danke, Samu. Oh, ja, wir haben Melumina getroffen. Sie hat es uns gegeben. Aber so richtig gegeben, Alter. Frag nicht nach, was, Lady Melumina, die hat es euch gegeben, Alter? Das ist eine meiner Vorfahren. Ich dachte, die kann sich gar nicht mehr bücken. Melumina und die ihr folgten, erreichten... Was? Diese Stadt, erreichten diese Stadt. Ihretwegen sind wir hier. Mit dem Meister Merlon schische schlimme Neuigkeit, Tata. Jetzt geht's los. Was ist los? Beruhigt ihr erstmal. Ich dachte, jetzt geht's los. Also, hallo Miroslav Klose. Fick dich! Also, da ist ein Mädchen vom Himmel gefallen. Wenn das Mädchen jetzt wieder Gina heißt, nein. Wie, ein Mädchen ist vom Himmel gefallen? Was ist in aller Welt ein Name? Keine Ahnung. Bitte nehmt den Aufzug und seht's euch an. Okay. So soll es geschehen. Und du, Mario, kommst mit. Vielleicht wird deine Hilfe benötigt. Meine Hilfe benötigt. Ist das so? Ist das deine Meinung, ja? Erstaunlich, dass sie noch Updates dafür rausbringen für das Telefon irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass sie das mit Samsung-Handys, wenn du die zweite, wenn du zwei Generationen zurück bist, existiert nicht mehr, du kriegst keine Updates mehr. Geh an Viren verrecken. So ungefähr fühlt sich das manchmal an. Sind die überhaupt da? Ich glaube nicht. Und das noch. Ist mir einfach alleine hier. Das ist Geschwisterliebe. Pü. Ich muss hier hoch, oder? Geht's nicht mehr? Achso, ich wollte sehen. Jedes Mal, wenn Frauen reinkommen, riecht es nach Essen. Das ist fantastisch. Also für sie. Was habe ich denn hier Feines? Pfefferminztee. Mit Zitrone. Ganz, ganz wichtig. Ich habe die ganze Zeit so ein scheiß Haar hier in meiner Fresse hängen. Geh weg jetzt. Na, Moment, wo muss ich hin? Ist das nicht hier? Ihr habt noch gesagt, fahr mir mal auf. Ich dachte, wenn ein Mädchen vom Himmel fällt, gehe ich davon aus, dass ich nach oben muss, weil der Himmel ist im Durchschnitt eher oben als unten. Ich meine, ich weiß es ja jetzt auch nicht ganz, aber... Frau Köhn! Zählt das Knie, genau. Zum Glück ist da noch kein Pfeil reingeflogen, weil das täte weh. Ich wollte nur noch mal sehen. Warum muss ich denn nicht nach oben? Ich möchte doch gerne nach oben. Ach, das ist ein anderer Aufzug, der zu einem anderen oben führt. Achso, Entschuldigung, das hätte ich natürlich wissen müssen. Frau Kehn, kleiner als drei. Frau Kehn. Die paar Ehe Dinge, wo ich es ruhig mal mitlesen dürfen, oder? Dankeschön, Max. Ach, Peach ist hier. Ich dachte, ich wäre jetzt auf ewig in diesem schwarzen Ding da gefangen. Was zur Hölle? Ja, ich schaue mir so den Turm an und auf einmal kommt sie gefallen. Passt ja, passiert ja manchmal nicht mehr. Kommt mir nicht im geringsten bekannt vor. Wer könnte das sein? Sagt er und schaut erstmal unter ihren verfickten Rock. Ne? Was ist los? Hör dir mal mehr, ein bisschen Anstand hier. Ist das in Peachington? Das ist also die Prinzessin, die Graf Knickwitz entführt hat? Die Arme scheint so einiges hinter sich zu haben. Sie ist bewusstlos. Sie zittert wie Espenlaub. Woran könnte das liegen? Mit Sicherheit nicht an deinem Bart. Höchstens vielleicht an meinem. Oho, ich weiß es. Marol, du musst zu Safrania, der Köchin auf der... Safrania, weil die manchmal mit Safran kocht. Auf der ersten Ebene von Flipstadt gehen. What? Eine warme Mahlzeit wird das arme Mädchen sicher wieder auf die Beine bringen. Wenn sie wieder munter ist, können wir die Prinzessin fragen, was passiert ist. Also los, geh zu Safrania, der Köchin auf der ersten Ebene. Oh, PayPal funktioniert wieder. Eine geile Scheiße. Gratuliert man da? Ja, Joschenchen, guck, das freut mich. Dankeschön. Freebits sind fantastisch.
Freebits sind eine ganz fantastische Sache. Warte mal, die Frage ist nur, wo, das ist, ist, die reden davon irgendwie Köchin auf der ersten Ebene, aber die Ebenen sind absolut nicht... Moment, das ist die zweite Ebene. Ich wollte gerade sagen, die Ebenen sind nicht, nicht genauer Dingsbums. Hier steht übrigens, wenn man irgendwas mit Slash Me oder mit diesen Sternchen drumherum markiert, das ist eben nicht, ach. Dann steht hier in meinem lustigen Alert-Fenster steht dann nicht irgendwas mit Sternchen, sondern da steht dann ganz fett Action vor. Also hier steht ganz groß Action hat gefallen an Freebits gefunden. Wahnsinn. Also Ebene 1. Wir wollen dann also mutmaßlich nochmal nach unten. Das Ding führt wahrscheinlich zu dem Typ. Also grundsätzlich da oben hin zu dem Hub. Ah, hier dann. Okay, verstehe. Ja. So weit, so klar. Das heißt, es gibt dann also zwei Obens hier mit den Ventilatoren. Oder Elevatoren. Wäre das nicht toll, wenn wir Aufzüge jetzt einfach Elevatoren nennen würden? Das freut mich, Jöschelchen. Guck. Hashtag Action. Du bist keine Köchin, du bist ein sehr, sehr alter Mann. Oh, hallo, liebste Gisela. Ist das Essen fertig? Was? Du bist nicht Gisela? Du bist Urgroßmutter? Okay. Ich hab schon verstanden, nicht? Hallo. Bist du Gisela? Es sieht zumindest glücklich aus. Willkommen in der süßen Verführung. Oh, Hallöchen, Gisela. Mein Essen wird ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, Herzchen. Was? Eine Freundin von dir ist kalt? Bewusstlos auch noch? Oh je. Easy. Hey, schönen guten Abend. Dankeschön. Das klingt, als bräuchte, wir reden gerade mit Gisela, Easy. Das ist sehr, sehr wichtig. Gisela. Aha. Das klingt, als bräuchte sie eine Portion Pfeffersuppe, Herzchen. Ja, heilige Scheiße. Ich brauche nur einen Feuerstoß. Süße Verführung, ja. Dann mache ich dir ein heißes Süppchen. Ne? Weiß und klebt. In manchen Läden kannst du einen Feuerstoß kaufen, also sieh dich mal um. Bring mir einen Feuerstoß, mach dir eine zünftige Pfeffersuppe. Oh, sieht ganz so aus, als hättest du schon einen Feuerstoß. Ach, den haben wir bestimmt mal irgendwo zufällig gefunden, okay? Du bist ganz schön auf Zack. Ja, also bitte. Gib mir einen Feuerstoß und ich bereite die Suppe zu. Also im Grunde genommen möchte sie mir damit geradeaus sagen, dass sie keinen Herd hat, ja. Natürlich easy. Du kannst bestimmt auch eine gute Pfeffersuppe machen. Komm, die Frau repräsentiert uns eigentlich schon ganz gut. Oh genau, ist eine Verschwörung. Haben Dank euch beiden. Sollte also Max und Easy. Soll also eine Speise bereiten? Mit Feuerstoß? Ja klar doch. Habe ich eine andere gottverdammte Wahl? Eine Pfeffersuppe. Kommt sofort, Herzchen. Das heißt kleiner als Dreichchen, wenn ich dich mal korrigieren, ne? Einfach noch nie Twitch geguckt. La 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 la. Mi 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 mi. Hört sich ein Herz. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie genau richtig, Herzchen. Verwende feuerfesten Löffel. Das ist eine Pfeffersuppe. Das ist eine Freundin, die bei dem nächsten Wasser. Bringe schnell du kannst, kleiner als drei. Ja. Wir tun jetzt mal einfach so, als wäre das alles normal, was hier passiert wird. Aufzug wird repariert, nicht einsteigen. Ja, wollte ich ja auch gar nicht. Ich wollte ja nur sagen, dass der nicht funktioniert. Hallo, bist du Gisela? Junge, Junge, ein Kumpel hat mir gerade was erzählt. Das glaubst du nicht. Ich habe ihm zwar geschworen, nicht zu verraten, aber du siehst vertrauenswürdig aus. Entschuldige mal bitte, selbstverständlich tun wir das. Also, halt dich fest. Mit Pilzen kannst du deine KP heilen. Holy shit, kapiert? Hast du es gehört? Unglaublich, was? Das sollst du dir merken. Der wichtigste NPC im Spiel. Hey, du weißt schon, was Fangkraten sind, oder? Die sind gerade voll in. Kennst du ihn nicht? Mach dich mal schlau. Übrigens, soll einen Kartenladen geben. Hast du ihn gefunden? Ich gehe dann wohl mal. Excel und Jöschelchen. Dankeschön, Easy. Still Beifer, genau. Auch der. Aber die Story existiert ja eigentlich noch gar nicht. Die Story ist, ein böser Mensch ist da und die ganze Welt wird sterben. Das ist die Story. Und wir sollen das mutmaßlich verhindern. Also das ist im Prinzip die Story. Ja, rette die Welt. Nur diesmal rennen wir scheinbar nicht geradeaus Prinzessin Peachington, sondern alles, was um diese Dame so quasi existiert. Sprich, alles. Also, im Prinzip, eigentlich ist alles wie immer. Natürlich, Max. Übermorgen. Ja, hier ist mal die Pfeffersuppe. Vielleicht ist sie vergiftet. Es war ein Löffel dabei. Ich hoffe, er war feuerfest, wie Tante gerade gesagt hat. Uff. Uff, ja.
Oho, scheint zu funktionieren. Scheint zu helfen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade etwas sehr Leckeres gegessen. Rektal. Ich habe schon ewig... Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr von so gutem Essen geträumt. So, auf der Seite, ja. Die Wurstanlage war... Oh, Mario, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier? In Flipstadt. Ach, in Flipstadt natürlich. Selbstredend. Dankeschön, Fabrizio. Ist Gina da? Ich habe nicht aufgepasst. Falls ja, hallo. In Flipstadt. Okay. Wer seid ihr? Ich bin Merlon, meine Liebe. Dieses Wesen ist ein Pixel. Ihr Name ist Tippi. Besser als Pippi, aber was weiß ich schon. Kommt mit in mein Haus. Ich wäre dankbar, wenn ihr uns dort mehr erzählen könntet. Selbstredend. Schön, dass die Frau für sich selbst sprechen darf, Mario. Nee, ist okay. Nee, dann wach dich auf, unser Maroi und euch. Und Tippi. Gottes Willen, nein. Nun, meine Liebe, eure Geschichte ist voll Leid und Not. Und Kot. Oh, Maroi, was denkst du? Ist mit Luigi und Bofsa geschoseln? Keine gottverdammte Ahnung. Also, es war Fabrizios Begrüßung. Hi! So, jetzt dann. Grüß dich, dankeschön. Und natürlich Max. So. Aha, genau. Du hast wohl recht. Es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich nicht. Ich hoffe nur, dass sie in Sicherheit sind. Selbstverständlich immer sind sie das. Mr. Mystic Merlon. Sollen wir als nächstes tun? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Ein reines Herz weiß den Weg zum Nächsten. So steht es geschrieben. Es gibt in Flipstadt noch weitere Herzsäulen. Sieht nicht aus wie Super Mario Maker? Ist der neueste Mod easy. Danke dir. Ah, findet einer von, müsst ihr ein reines Herz in die Säule platzieren. Dann erscheint eine Tür zur nächsten Welt, in der ein reines Herz versteckt ist. Ja, wie das halt so passiert mit Türen und Säulen und dem ganzen Kram, kennen wir ja alle. Gehst auf eine Litfaßsäule zu, packst irgendein, keine Ahnung, Schafsherz drauf. Plötzlich existiert am anderen Ende der Welt irgendeine Tür, die zum nächsten Herz führt. Das Übliche. Und mein Gefühl sagt mir, dass die nächste Tür euch zu Merle bringen wird. Ich dachte... Ach nee, Moment, stopp, das war ja gerade die Köchin. Ja, wieso Fustus und ich... Nerv. Ja, das heißt, dass Merle seit langem einen uralten und geheimen Schatz bewacht. Wenn ich mich nicht irre, müsste dieser Schatz das nächste reine Herz sein. Das Licht... Es ist übrigens auch sehr, sehr praktisch, dass Leute sich in Videospielen grundsätzlich nie irren. Das Licht im Prognostik und spricht weiterhin von ihren magischen Kräften. Ja, dann müssen wir diese Merle finden, richtig? Oh, wollt ihr bla bla bla? Ihr sollt euch schonen. Ihr seid noch schwach. Es könnte gefährlich sein. Alles nur nicht gefährlich. Genau, ist der PC-Mod von Mario Maker. Aber ich kann doch nicht hierbleiben und die anderen die Welt retten lassen. Außerdem ist die Leere am Himmel meine Schuld. Meine und Bofsas. Also komm ich mit. Punk. Ich hab mich entschieden. Peach begleitet dich jetzt. Ja, heilige verfickte Scheiße. More Party Members. Jetzt kannst du nicht nur Maroi, sondern auch Peach dort. Ah, das heißt wahrscheinlich, dass wir dann jetzt häufiger mal Stellen haben, bei denen wir so lustig segeln können mit ihr. Also segeln, nicht segeln. Das kommt dann später. Wir müssen wohl die nächste Herzsäule finden. Ja, das ist klar. Prinzessin ist dickköpfig. Wie überaus erfrischend. Ach, wenn ich dickköpfig bin, dann schreibt meine Frau mich an. Bitte nehmt dies mit euch. Öffnet die Tür irgendwo in der Stadt. Es gibt in dieser Stadt Geheimnisse, die nicht einmal ich kenne. Dies könnte der Schlüssel zu einem davon sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Sucht nach dem Ort, an dem ihr diesen Schlüssel verwenden könnt. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Ort nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Dann wird es wahrscheinlich stimmen. Ich werde weiter im lichten Prognostikum nach Hinweisen suchen. Kann ich weiterspielen? Sicherlich birgt dieses alte Buch noch viele Informationen. Nun, Maroi, Prinzessin Peach versucht alles, um die Pläne des Grafen zu durchkreuzen. Selbstverständlich. Also los, Maroi. Komm, Tippi. Ja, Chef. Fügt sich ja direkt mal als Führerin dieser Party ein, ich verstehe schon. Prinzessin Peach kann schon den Schirm verschwinden, ja, ist mir schon klar. Halte Sprung 2 gedrückt und die habe ich doch schon mehrfach genannt, außerdem kannst du oben nach unten drücken, um dich von Angriffen zu schützen. Um einen anderen verfickten Charakter zu steuern, wähle im Charaktermenü Charaktere raus. Ist ja Wahnsinn, so funktioniert das. Erzähl mir doch nochmal, wie ich auf blaue verfickte Plattform zu springen habe. Okay, also nicht weit weg von seinem Haus, hat er gesagt. Ja, wo könnte denn quasi eine Tür sich befinden? Ein komplett zerstört Xbox One Controller für 49,99 nehme ich. Als hätte ich ja selbst schon genug vor. Hier kann ich nicht mal mehr lang.
Ich dachte, das ist nicht weit weg von deinem Haus, du Arschkrampi. Ist ja sonst nichts. Ist ein Lügner. Sei denn, es ist noch hier. Aber hier kann ich auch nicht weiter. Doof. So. Gehen wir mal nach unten. Mal gucken, was da so geht. Wobei, da war ja eigentlich auch nichts, ne? Da war ja eigentlich quasi auch nicht allzu viel, was man quasi hätte tun können, oder? Genau, per Blanko-Check. Wie Profis das halt so machen. Kann ich jetzt hier mitfahren? Nein, kann ich immer noch nicht. Okay, hätte ja sein können, dass da womöglich dann jetzt was ist. Moment, könnte ich hier drin theoretisch... das kann ich hier machen. Ah, okay, cool. Ich war mir nicht sicher, ob ich das könnte. Hier brauchen wir scheinbar mal eine Bombe für, wenn ich jetzt schätzen müsste. Moment. Vielleicht ist die Tür dann ja auch da oben und ich muss dann einfach nur den hier mal machen. Das habe ich ja noch gar nicht getan. Da hinten sind auch noch Häuser. Heilige verfickte Scheiße. Ich gehe dir mal übelst ab hier. In Amiibos zahlen. Das ist das neueste Zahlungsmittel. Funktioniert allerdings nur bei Max. Okay, gehen wir davon aus, dass du die ich hast, du ja sowieso schon längst da stehen. Streber. Da ist es. Es war tatsächlich nicht sonderlich weit von seinem Haus entfernt. Yes. Mach doch. Dankeschön. Ja, das ist mit Sicherheit die Tür, wo zufällig dieser Schlüssel reinpasst. Von allen Türen auf dieser Welt ist es logischerweise die eine richtige. Das ist ja wohl jetzt hoffentlich auch klar. Bin ich jetzt schon hinter diesem Tor? Ich bin jetzt hinter diesem Tor. Okay, das heißt, hier können wir für den Moment nichts tun. Womöglich allerdings hier. Dem ist nicht so. Ich kann die hiermit... Kann ich die hiermit kaputt machen? Kann die hiermit nicht kaputt machen. Das heißt, hier kann ich im Moment nichts gegen tun. Das heißt, weiter nach links. Weiter rechts gucken. Mal gucken, was da so geht, ja? Okay. Wenn hier jetzt nichts ist, bin ich traurig. Hier ist nichts. Hier ist bestimmt was. Hier ist bestimmt irgendwie ein Weg zur Seite oder so ein Scheiß. Hier ist nicht... Guck mal, Haha, was geht denn hier so Schönes? Guck, yes. Flip statt ran. Vorsicht, Monster. Ja, dann gehen wir besser mal nicht dahin. Drix, grüß dich. Schönen guten Abend. der 8-Bit Mario ist übrigens tatsächlich fantastisch. Möchte ich meinen. Ja, das sieht schon sehr, sehr säulenmäßig aus hier, oder? Ich glaube, also das ist schon ziemlich säulenmäßig. Möchte ich in Los Rueros oder sowas? Yes. Absolutely fucking nothing. Ja, aber da rein. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, es kann ja sein, dass hier dann der neue Weg ist, den wir alle gehen wollen. Sieht nämlich weiterhin sehr, sehr Flipstadt E1 aus dem Bezirk. Okay. Ach, hier sind einfach Gegner in der Stadt? Der hätte schon länger nicht aufgeräumt hier, oder was? Ich meine, es war ja angekündigt, aber gottverdammte Scheiße. Aber ein bisschen vor Ort umsorgen hier, ist ja grausam. Hey, Held! Du kommst nicht weiter? Versuche es mit Drehen! Mach das denn. Ah, ja. Danke, okay, ich hab verstanden. das war nicht plump. Nein, das war schon genau richtig so. Das ist also für Leute auf meinem Niveau, ist das schon vollkommen in Ordnung. So. Genau, wenn wir Amiibo verschenken, dann zumindest die teuren. Genau. Wobei, sind die nicht alle mittlerweile relativ teuer, Alter? Ich hab das Gefühl, dass die zumindest. Oh, die Geschichte haben wir ja letztes Mal schon mal, dass die mittlerweile die Nachfrage dadurch irgendwie oder dafür irgendwie deutlich erhöhen wollen, indem sie die Dinger recht rar machen mittlerweile leider. Na gut, groß was dadurch ändern, tut sich eigentlich auch nicht, abgesehen davon, dass man sie, wenn man sie haben möchte, im Prinzip zum Release kaufen muss. Drix schmeißt eine Runde, nehmen wir. Cheers quasi. Eine Runde Drix-Drinks, sozusagen, könnte man quasi sagen. Zur Herzsäule. Der beste Weg dorthin schwebe über die Steine. Ja, okay. Klar. Zum Glück haben sie mir das jetzt mitgeteilt. Ich wäre wahrscheinlich in 40 Jahren nicht drauf gekommen. Wahnsinn. Ja. 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 Yes. Die Drinks, genau. Die nehmen wir. Und dann plötzlich... Die Statue of Doom erleuchtet in voller Schönheit mit einem gelben Herzen. Aber ich finde die Farbeffekte auf den Herzen eigentlich recht schön, ehrlich gesagt. Ich müsste sie mich tagtäglich angucken, aber mal so ein Spiel passt schon. Ja, das stimmt schon. Die Preise sind im Moment schon in Ordnung.
Ich finde die grundsätzlich, ich meine, ich sehe viele Leute, die kommen immer dieses Argument von wegen, ja, der ist aber alles teuer, der ist ja technisch nur scheiße drin. Jo, wenn man den Amiibo wegen den technischen Belangen kauft, dann ist der sicherlich überteuert, aber keine Ahnung. Warum würde ich mir das kaufen? Also aus technischen Gesichtspunkten, das ist dann die Frage. Eben das seine. Ich kaufe sie mir lieber, weil sie schön anzusehen sind. Was weiß ich schon? Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das ist schon mal Grundregel und Grundsatz Nummer 1. Ich habe keine verfickte Ahnung. Und dann schauen wir mal weiter. War jetzt hier noch irgendwas? Hier konnte man vorhin auch einmal nach links gehen. Da waren wir noch nicht gucken. Das könnte man mal kurz nochmal tun. Sie nicht. Oh, das sieht aus, als müsste man. Wenn ich jetzt schätzen. Ja. Wenn ich jetzt schätzen müsste, müsste man die irgendwie. Ich wollte es gerade schon noch sagen. Die sehen aus wie irgendwelche Sachen, die man hämmern kann. Dass es irgendwelche solche Pindöppel sind, dass wir später mal einen Pixel oder so bekommen, der ein Hammer ist oder sowas. Irgendwie. Ich meine, ein Hammer in einem Paper Mario-Spiel ist ziemlich das geläufigste überhaupt. Natürlich, weil die gut aussehen. Weil es jedem selbst überlassen, was er mit seinem Geld macht, aber die aus technischen Gründen zu kaufen. Ja. Eben dann sein. Aber manchmal. Weißt du, Leute brauchen ja auch irgendwas, worüber sie schimpfen können. Dass die Leute über Amiibo schimpfen, passt schon. Das zeigt uns, dass wir vergleichsweise wenig Probleme im Moment in unserer Zeit haben. Zumindest einige Leute diese Probleme nicht wahrnehmen, was weiß ich, keine Ahnung. Dafür allerdings Tür 2 in Orange, heilige Gottverdammte. Yes! Kapitel 2! Bin gespannt. Martino hat gestern gesagt, es wird grausam, also das kann nur fantastisch werden. Mit Peach an seiner Seite zog Maroy wieder einmal Richtung Abenteuer. Das Ziel unserer tapferen Helden war die mysteriöse Zauberin Merleux. Wenn Merlon und Merleux recht hatte, war Merleux der Schlüssel zu einem der reinen Herzen. Unerschrocken machte sich Maroy auf den Weg zu Merleux Villa. Wahnsinn. Konnte nicht ahnen, dass Graf Flickwitz schon vorgeseucht hatte. Oh mein Gott. Kein Amiibos kaufen, weil du ungern Staubfutter. Das ist tatsächlich ein verdammt gutes Argument. Die Dinge sind Staubfänger, sondergleichen. Hi, sehr hübsch. Möchte ich meinen. Plötzlich ein Dschungel oder zumindest irgendwas. Das sieht mir stark nach Dschungel oder zumindest Sumpf aus. Irgendwie sowas um den Dreh. Das erste, was sie mir von Schnabel packen, sind rote Koopa-Troopers. Das gibt's ja wohl gar nicht. Das reine Herz liegt vor uns. Ich fühl's. Wir haben aber noch ein Stück zu gehen. Ja dann. Also los. Ja, ich wäre längst unterwegs, wenn du mich nicht aufgehalten hättest. Im Dämmertal, ja. Mir dämmert hier gleich auch was, Alter. Okay, der hat Stacheln. Oder einen zumindest. Nein, ach, gegen den kann ich jetzt quasi gar nicht kämpfen. Ja, nee. Kann ich schwimmen? Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen. Okay. Aber ich komme hier nicht hoch. Das heißt, das ist nicht das, was wir tun müssen. Du siehst um? Heilige Scheiße. Toi, toi, toi. What genau? Noch weit gekommen, ohne dass das Spiel mir das erste Mal den Arsch aufreißt. Das ist gut. Ich weiß schon, was ich hier tue. Ach, Moment. Moment, das sollte ich tunlichst im Kopf behalten, dass ich das kann. Das sollte ich tunlichst im Kopf behalten, weil ansonsten werde ich bei Zeiten sehr wahrscheinlich das ein oder andere Problem haben. Ich find's ein bisschen doof. Ich meine gut, es sind nicht sonderlich viele Tasten, die der Controller hat. Ich wollte gerade sagen, ich find's ein bisschen doof, dass man dafür extra in ein Menü muss, um den Charakter zu wechseln, aber... Gehen wir davon aus, dass sie das anders geregelt hätten, wenn der Controller mehr Knöpfe gehabt hätte. Hab sauber eine eigene Wohnung von den Eltern, welche heilige Scheiße. Klingt spannend. Das war damals so höchst spektakulär. Ich wünsche dir viel Spaß. Naja, zurück. Habe ich mir beinahe gedacht, Alter. Danke. Das ist eine feine Sache. Aha. Ich sag mal, es gibt ja Leute, die kein sonderlich gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Das Beste, was ich jemals für das Verhältnis zu meiner Mutter getan habe, ist, dass ich ausgezogen bin. Einfach das, weil man... Ich neige dazu, Menschen wahrscheinlich, grundsätzlich, man sagt ja, wie sagt man irgendwie, keine Ahnung, Entfernung, ach, keine Ahnung, also, weißt du, wenn man sich nicht mehr permanent auf der Nase sitzt, dass man sich dann wieder mehr zu schätzen lernt, das, war bei uns definitiv der Fall. Was? Ja, danke.
Lass mich raten, da ist ein Schlüssel drin. Ja, ein Stachel, genau. Einen riesigen noch dazu, der verdammte Kuh. Und dann noch auf den Kopf. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal, übertrag das mal auf uns. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Ist das Bild einer Dame. Das sah so ein bisschen aus wie... Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Das sah so ein bisschen aus wie eine von diesen komischen RTL-Sendungen da. Hier Hartz IV TV und den ganzen Kram. Und anstelle einer Nase hatte sie einen Penis. Das ist bis heute eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Das sieht so lächerlich lustig aus. War sehr fantastisch. Wenn man jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, klingt es wahrscheinlich als wieder komischer, als es letztlich ist. Aber was weiß ich schon. Komm ich mit Peaching dahin? Können wir erstmal in die Tür gehen. Mal gucken, was in dieser Tür ist. Ja, das auch, Yoshi. Aber das ist ja dann die dramatischere Version davon, ja. Oh, ich verachte zwei Dinge. Was denn? Wertige Penner und Penner in Lazo. Sag mal. Entschuldigung? Das verzieh dich, du bärtiger Penner. Geh doch zu Merlis Villa. Sag mal, hast du gekackt, du Arsch? Hier, jetzt bin ich eine junge Dame ohne Bart, du Dödel. Schnittenalarm. Schnittenalarm. Das muss Schicksal sein, jawohl. Du bist mein Schicksal. Bitte, geh mit mir aus. Hihihi, du bist aber drollig. Es tut mir leid, aber ich habe schon was vor. Mir fällt gerade auf, die Ws sehen ein bisschen aus wie Hodensee. Aber, in Merlis Villa, wenn? Bitte wegbleiben. Du hast gerade zu mir gesagt, ich soll da hingehen, du Pampelmuse. Du wirst gefangen und schlimmsten. Corsa, grüß dich, schönen guten Abend. Gefangen? Schlimmes Erleben? Wovon redest du? Ich habe keine verdammte Ahnung. Oh, Junge, Junge, Junge. ich will nicht mehr davon denken. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber keine Angst. Jetzt hast du ja mich, Baby. Dein Schicksal, deine große Liebe. Mhm. Danke für die Info. Wenn ich wiederkomme, hättest du mich dann, ja? Du weißt schon, wie ein gewisser Mann mit Schnurrbart. Welche verfickte Bewandtnis hatte das jetzt? Hatte das irgendeinen Sinn? Außer dass man in der Villa scheinbar gefangen nimmt. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Hinweis überlese oder so ein Scheiß. Okay. Wir nehmen das wohl erstmal so hin. Ist das von Anke Engelke echt? Ist gut möglich, keine Ahnung. Das ist ein Foto von irgendwas mit Anke Engelke. Ist durchaus möglich, easy. Ich habe keine Ahnung. Ich hab davon nur einmal ein Bild gesehen und es war absolut fantastisch. Ist es bis heute. Darauf bestehe ich. Es war knapp. Du kannst einfach. Entschuldigung, du kannst nicht einfach Peachington hauen. Du Lappen. Aber gut, ich sag mal so, mit der ganzen Technik, die ich hier hätte, da würden meine Eltern wahrscheinlich, oder meine Eltern hätten damals auch gesagt, Freund, dafür, also die Stromkosten, dafür zahlst du mal selbst. Ich sag mal, es ist je nach technischen Mitteln natürlich durchaus nachvollziehbar, weil Strom heutzutage schon schweineteuer ist. Das Schlimmste an dieser Wohnung ist übrigens, heißes Wasser kriegen wir aus einem Durchlauferhitzer. Wir zahlen uns dumm und dämlich für heißes Wasser, das ist Wahnsinn. Ja, bitte? Ach, so entsteht plötzlich eine Tür aus dem Nichts, weil da hinten natürlich ein verfickter Stein ist. Nee, komm ich da hinten hin? Nein. Nein. Das hat Schaden gemacht? Ich wollte nur was testen. Da kannst du mich doch nicht für bestrafen. Ich fördere ja wohl als Spiel Freiheit und freies Denken und den ganzen Titan-Shit. Und sage nicht hier, du gehst austesten, also stirb, du Lappen. Plötzlich Justin Bieber. Und ja, ich weiß, dass es ein Lied von Justin Bieber ist. Woher ich das weiß, ich habe persönlich ehrlich gesagt absolut keine verdammte Ahnung. Aber das... Oh, natürlich nicht. Natürlich weißt du das nicht. Ach, woher sollst du denn wissen, wie Justin Bieber Lieder geht? Du hörst ja keinen Justin Bieber. Oh, gib mir das. Ja, ja, yes, yes. Riesenpeach in 8 Beat. Es ist kein sonderlich attraktives 8-Bit-Bild, aber was weiß ich schon. Wahre Schönheit kommt von innen. Ihr Mund sieht aus wie ein Finger, der zur Seite zeigt. Ich wollte es nur mal so einwerfen, aber das, ich habe auch keine Ahnung. Wir werden nicht. Wir werden nicht, dafür haben wir bestimmt gleich mal irgendwann wieder ein Level up. Ein Level über. Und dann... Ja, der Rock.
Heilige Scheiße. Nein, ich wollte den auch noch umbringen. Selten war er so enttäuscht, als das eine Mal, als er diesen komischen einen Gegner nicht noch umbringen durfte. Willkommen in Videospielen. Mach die Vibration mal aus, wenn du gerade schon mal dran bist. Unser Handy vibriert nämlich... Genau, fast HD, genau. Unser Handy vibriert jetzt immer, wenn Pokémänner in der Nähe sind. Womit Stream Bingo für heute auf jeden Fall schon mal abgeschlossen wäre. Was ist denn jetzt? Das verlangsamt alles. Aber was ist, wenn ich lieber in normal spiele? Wenn ich dann ein... Ach, dreifachen Schaden... Oh, okay. Dreifachen Schaden mache ich dadurch auch, dass ich so langsam bin. Soll mir mal jemand in einem Boxkampf erklären? Aber was weiß ich schon. Tschö. Plötzlich Trollblöcke. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. So viel gleichzeitig. Warte mal, mach mal langsam. Ich bin davon aus, dass alles ein Peach-Level ist. Und die wollen jetzt nicht von mir, dass ich alle 2 Meter dann zwischen Peach und Mario wechsle, um dann irgendwelche Kleinigkeiten zu finden. Oder das tun die mir... Genau das tun die mir an. Wahnsinn. Beziehungsweise das oder... Ja. Das oder... Ja, doch. Bin noch dabei. Schreib mich nicht so an. Aha, ein Schalter. Auch wenn du ihn nicht siehst, sollst du ihn aktivieren können. Ach, den kannst du nicht sichtbar machen. Na gut, halten wir uns halt an die Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben. Warum würden wir das auch... Wer braucht Regeln? Wer braucht Regeln, wenn er einfach Chaos machen kann? Ja, bitte. Ist das ein Gegner? Ah, das ist ein Gegner. Es tut mir leid, mein kleiner Freund. Ich wollte dir nicht wehtun. Aber ich musste, weil ich musste an diese Truhe. Ich brauchte Items. Ja, bitte? Ja, ich wollte gerade sagen, das wirkt sehr, sehr... Zbumm. Eine Bombe! Frei! Er freut sich nur über Töten und Bomben. Das ist ein komisches Spiel. Frei, ich konnte die Lüfte töten. Zbumm. Solche Schwingungen habe ich seit 1500 Jahren nicht mehr gespielt. Sollen wir uns vielleicht merken, dass irgendwas vor 1500 Jahren passiert ist? Der Sache gehe ich auf den Grund. Zbumm. Zbumm. Entschuldigung. Beantworte mir Schnullpelpschneff. Okay, ist bumm. Auf geht's, Brums. Du fragst dich ständig, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist? Ständig. Kaum eine andere Frage in meinem gesamten Leben. Aus irgendeinem Grund räumst du vor einem Test dein Zimmer auf? Jaha. Wenn jemand sagt, lass uns nur Freunde sein, dann denkst du, na klar. In der Tat. Was geschieht hier gerade? Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, warum ich dich diesen Unsinn frage. Touché. Online-Shopping ist für dich eine wundervolle und zauberhafte Erfahrung. Schon immer. Hast du mal einen Pulli falsch herum angezogen, aber es war dir egal? Ja, das weiß ich noch. Passiert mir dauernd. Frage keine Pullover. Danke der Nachfrage, Arsch. Bist du wach und willst schlafen? Bist du müde? Willst du wach sein? Immer. Diese Fragen gehen dir langsam auf die Nerven. Das hast du natürlich gesagt. Ich hab's. Boom. Wahnsinnsschwingung. Splam. Ich hab mich entschieden. Spadabum. Du bist meiner Kraft würdig. Ist tatsächlich etwas wie ein Mathelehrer, ja. Explosive Pixel namens Kavumso. Kavumso begleitet dich jetzt auf deinem Abenteuer. Sprenge mit ihm Gegner und Blöcke in die Luft. Möchtest du ein anderes Pixel einsetzen? Wähle einfach im Pixelmenü. Also muss ich wegen dem Scheiß auch noch permanent ins Menü. Jetzt brennt hier die Luft. Bavam. Rock'n'Rolls. Bumm. Exakt. Exakt, der kommt dahin, wo ich stehe. Okay, ich dachte, ich müsste ihn irgendwo platzieren, dann drücken und dann bliebe er da liegen. Aber dem ist scheinbar nicht so, okay? Ja, bitte. Onkel, pass auf, Karte. Es klingt nach übrigens nach sehr, sehr hohen Mietpreisen, Max. Aber ich meine, was heißt, 3-Zimmer-Wohnung, ich weiß nicht. Ist eben, das ist auf die Zahl der Zimmer kommt es nicht an, sondern auf die Größe. Du kannst ja theoretisch auch eine 1,5-Zimmer-Wohnung haben, die größer ist als eine 4-Zimmer-Wohnung. Wenn man denn möchte. Klingt komisch.
Ist aber wahrhaftig so. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Moment, muss ich jetzt... Hallöchen. Was wollen die denn jetzt von uns hier? Was ist denn quasi unsere Aufgabe? Ah, die Blöcke da kaputt machen. Ja, ich verstehe schon. Ah, und somit kriegen wir dann auch die Blöcke kaputt, die vor diesen Röhren waren, da vorhin in der Kanalisation sozusagen. Das heißt... Also ich gehe davon aus... Moment, macht das Schaden an mir? Macht keinen Schaden, okay. Fantastisch. Das ist ein großer Unterschied für mich. Das ist immer per Hand kaputt. So, yes. Genug Zerstörung. Plötzlich vier Türen. Ist da auch eine? Nee. Wir gehen jetzt einfach mal der Reihenfolge nach ab. Sag ich jetzt mal einfach so. Ach, dann können wir den bestimmt dann auch... Nein, nein, nein. Doof Arschkram. So. Mach. Moment. Kann ich auch drücken und der explodiert? Ich kann auch drücken und der explodiert. Das ist natürlich dann auch schon wieder ein Unterschied. Hab ich gar nicht gesehen. Haha, so, okay. Das heißt, das Ding kann ich sehr viel mehr steuern, als ich ursprünglich dachte. Da oben ist ein Gang. Das sieht für mich aber ehrlich gesagt eher so aus, als käme ich hier irgendwann zurück. Weil ich ansonsten gerade nicht wüsste, wie ich hoch soll. Aber... mal gucken. Mal gucken, wo die anderen Türen so hinführen. Bin fast tot. Sollte aufpassen. Plötzlich Nono von den Tele... Entschuldigung. Das stört den auch nicht. Moment. Das kommt mir alles sehr, sehr spanisch vor. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen lustigen Weg, irgendwie da hochzukommen. Vielleicht hätte ich den werfen können oder so. Teuerste Stadt in ganz Deutschland? Ich meine, gut. Wenn die Stadt selbst das wert ist, ist das ja okay. Wenn sie das nicht ist, würde ich wahrscheinlich schon überlegen, allein wegen der Mietpreise umzuziehen. Ich habe selbst lange noch in Köln gewohnt, aber... Aber nicht in Lörrach, genau. Dann gehen wir mal in die letzte Tür rein. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber... Na, ist gut, öfter mal was Neues. Warum auch nicht? Du Typ. So. Okay, wieder ein Loch. Loch. Noch 5 HP. Und das ist jetzt der Schalter und der öffnet wahrscheinlich, oder besorgt uns dann quasi die Tür draußen, ja? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die Tür draußen ist, die fünfte Tür, die da gerade war. Was war das? Draußen muss etwas passiert sein. Ja, dann lass mal gucken gehen, habe ich mir sagen lassen. Lass mal lieber gucken gehen, was denn da so geht. Und den Titan-Shit mal so richtig, noch viel tighter machen. Ja, welche Überraschung. Wer hätte das kommen sehen? Also in der Nähe von der Schweiz. Ah, Lörrach. Kommt der nicht um bei Hitzfeld her oder so? Irgendwas verbinde ich mit der Stadt. Wo ich so drüber nachdenke. Die Kombos an. Mal guck dir die Kombos an. Yes, 800 verfickte Punkte, weil wir so gut sind. Ah, jetzt ein Loch. Moment. Ich könnte jetzt da direkt hingehen, aber gehen wir davon aus... Ja. Dass hier irgendwas ist, was... was ich... Nein, ich habe es gar nicht gesehen. Das. Ich habe mich nur auf meine Kiste konzentriert. Super. Ja. Du wirst es dich nicht wagen. Was war das denn? Ich habe das Ding. Ich bin auf das Ding draufgesprungen. Komm mal klar hier. Aber nein. Oh, komm schon. Es ist grausam. Ah, doch, richtig im Kopf gehabt. Wissen wir. Jetzt die Frage, warum ich weiß, woher der Mann kommt. Wahrscheinlich aus Elfhorn, ja. Schlobkarte. Okay, tschö. Füllt das meine AP wieder auf? Das wäre in dem Fall sehr, sehr fantastisch, wenn es das täte. Ende des Kapitasels. Yes! Darauf einen Tee. Mit Zitrone, weil wir so gesund leben. Ihr möchtet das Spiel sowas von speichern, kann sich gar nicht vorstellen. Ich wollte noch nie so gerne ein Spiel speichern wie eben dieses, jetzt hier gerade. Auf der anderen Seite des Sumpfes wartete ein beeindruckendes Haus. Das muss Merlös Villa sein, rief Peach voller Freude. Jetzt musste sie nur noch das reine Herz finden.
eine gute Frage, Easy. Da, also ich bin mir nicht darüber bewusst, ob es irgendwelche, Einstellungen gibt, die ich als Kanal dingsen kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wann waren die Dinge je so einfach für Mario? Voller Anspannung drangen unsere mutigen Helden in Merlis Villa. Also ich weiß nicht, ich habe davon nie gehört, dass es überhaupt eine Einstellung gibt, die sagt, dass man keine Erlaubnis dazu hat. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Der Treffer war sehr kritisch zu Krotz. Ja, das ist korrekt, ja. Das war auch alles sehr, sehr gemein. Ich musste auch erstmal damit kämpfen jetzt. Ja, jetzt, ohne Scheiß, kannst du ja ruhig mal hier meine Items itemen oder so? Also meine KP wieder auf. Ja, wir haben noch ein paar Pilzmixe. Wir machen mal. Teilen die beiden sich die AP? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich tun sie das, oder? Das fängt aber sehr, sehr früh an mit Geisterhäusern in diesem Spiel. Warum ist dieser Block... Ja, warum ist dieser Block nur hier? Ich habe keine verfickte Ahnung. Max, danke fürs Horsten. Ich weiß wirklich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Aha, lass mich raten, hier ist eine Karte drauf. Lass mich raten, es wird ein... Doof. Schick, danke fürs Horsten. Guck. Der sieht sehr, sehr unfreundlich aus, wie er sich gerade Man kann ja auch irgendwelche Gegner umbringen, oder sind die jetzt alle unbesiegbar? Okay, danke. Nee, muss ich auch nicht. Tschüss. Doof. Toll, ein blaues Ohr. Kann ich es anzünden? Kann ich nicht. Kann ich denn... es aufheben? Kann ich auch nicht. Warum ist es denn dann da? Tschüss. Dann gehen wir halt in diese Tür. Gehen wir halt in diese Tür, mal gucken, was da so passiert. Hi. Du siehst irgendwie... ich weiß nicht. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen in Merlös Villa. Ich bin Lady Merlös Hausmädchen, die Mimi. Ich wollte gerade sagen, irgendwie... also ist es jetzt die Mimi von Klingel die Knack? Aber ihr dürft mich auch Mimilein nennen. Okay, Mimikin. Ihr wollt Lady Merlös sprechen, nicht wahr? Also, Lady Merlös im ersten Stock im hinteren Raum. Geht einfach rein, aber passt auf. Geht bloß in keinen anderen Raum, sonst passiert etwas. Viel Spaß noch, ja? Klar. Selbstverständlich. Was soll ja sonst haben als Spaß in einer Wohnung, in einem Haus, in dem ich... Moment. Ah, plötzlich... erste Tür im ersten Stock, oder was hast du gesagt? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen mal gucken, was hier so passiert. Wird schon schief gehen. Ja, danke. Okay. Was kann ich hier überhaupt tun? Ich habe das Gefühl, dass die Typen irgendeine Funktion haben, die ich nicht kenne. Kann ich die werfen? Ah. Aber bringt mich auch nicht weiter. Spiel? Die können mich einfach in den Raum schmeißen und dann ist hier nichts. Oder Moment. Oder ist das hier kein Darstellung? Nee, doch. Okay. Ich dachte gerade, hier wäre ein Loch in der Wand, aber das war nur so ein Darstellungsfehler. Ja, und nu? Ja, bitte, was zur verfickten Hölle? Habe ich keine verfickte Möglichkeit, aus diesem Raum wieder rauszukommen.
Es ist das zweite Mal in zwei Kapiteln. Ich müsste wohl selber Twitchen, um zu hosten. Ist das so? Na dann. Wusste ich überhaupt nicht. Dankeschön, Easy. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Keine Ahnung. Moment, vielleicht, es gibt, glaube ich, irgendwie eine Einstellung auf Twitch, die... Was zur Hölle soll dieser verfickte Raum? Es gibt, glaube ich, eine Einstellung auf Twitch, die irgendwie dafür sorgt, dass dein Kanal im Prinzip sichtbar wird, sozusagen. Vielleicht muss man die erst aktivieren? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Oh, was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Muss ich jetzt neu laden? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich google jetzt nach diesem Scheißraum. Muss ich jetzt das Spiel neu laden, weil die mich in eine Falle packen? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist nach Türen nummeriert. Ich habe keine Ahnung, in welcher Tür ich von diesen 15 Türen jetzt gerade bin. Ja, scheinbar funktionieren die Dinger wie... Dingsbums in Zelda. Würde man nicht normalerweise, Aura, grüß dich, hi. Nee, die Röhre bekommt man leider nicht kaputt. Das war der Trick. Würde man nicht normalerweise von einem vernünftig designten Spiel erwarten, dass man den Spielern irgendwann mal beibringt, dass diese Funktion besteht? Kann ich hier ran, oder? Kann ich hier nicht... Ach, da war der Pilz dran, okay. Also ist hier nichts weiter, ja. Wo hat die Tante jetzt gesagt, soll ich hin? Ich hab keine Ahnung mehr. Das hat mich jetzt dermaßen aus der Spur gewirrt. Mal gucken, was die Tante von mir will. Im ersten Stock im hinteren Raum. Okay, ja. Nicht der vordere, sondern der hintere Raum. Okay, von mir aus. Man würde denken, dass man Leute in einen Raum packt, oder diese Art Raum packt, nur wenn die Leute auch wissen, was sie verdammt nochmal zu tun haben. gut. Wir wollen mal. Hallöchen, das sieht nicht ominös aus. Plötzlich sind wir in einem Gefängnis. Nö, ist gut. Warum auch nicht? Nö, ist gut. Und ein Abendaura ruckst überhaupt erstmal. Moment, stopp. Shit. Ihr habt nicht aufgepasst. Nein, alles ist grausam. Moment. Das Ding ist bestimmt dünn. Ja. Mach. Wieder hoch. Okay. Tschüss. Jetzt sehe ich es auch wieder nach oben oder habe ich jetzt quasi verloren? Jetzt irgendwann wieder hochgehen? Okay, danke. Zitrox, guten Abend, grüß dich. Ich am Stream heute. Was ist da los? Achso, und wenn ich sage, dem Spieler sagen, was er zu tun hat an dieser Stelle, meine ich selbstverständlich in irgendeiner Form vorher gezeigt haben. So, das Ding ist, das ist normalerweise in Mario-Spielen übrigens absoluter Standard auch. Dass selbst das erste Level in Super Mario Bros. 1 ist im Prinzip ein Tutorial. Verstehe nicht, warum die das in dem Spiel teilweise so ignoriert haben, ehrlich gesagt, immer. Bitte, die verfickte Tür. Ja, danke schön. Mit Betonung auf Hörnpötöte. Nee, ist gut. War irgendwo eine Tür mit Schlüssel? Hier ist keine Tür mit Schlüssel. Okay. Das ist ein guter Punkt, Zitrox, in der Tat. Eine St-
Stunde 30 Minuten Wartezeit? Wie kommt das denn zustande? Hätte ich ja, bevor ich überhaupt das erste Mal spiele, schon keinen Bock mehr auf wegen der Warterei. Na gut, ich bin natürlich auch ein Ungeduldsbolzen, aber... Lahm. Alter, lahm. Okay, zumindest diesmal ein offensichtlich vorhandener Schalter. Dankeschön. Und dann... Kann ich das Ding hiermit betätigen? Ich hoffe jetzt mal einfach, dass ich das kann. Kann ich, okay, ja. Blubt. Server ausgelassen. Das ist merkwürdig. Für ein Spiel, das dermaßen groß ist im Moment, ist es schon fast bemerkenswert, dass solche Probleme überhaupt auftreten können. Man würde denken eigentlich, dass sie da gut genug für vorbereitet werden. Aber mein Stream-Profil ist online echt oder öffentlich, wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. die meisten von den Spielen, das muss ich dazu sagen, die meisten von den Spielen sind aus irgendwelchen Humble Bundles oder von Humble Monthly oder sonst was. Also die allermeisten davon habe ich nicht einzeln selbst gekauft. Habe ich da oben gerade irgendwie, ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel, das ist mir klar. Habe ich da oben jetzt gerade irgendwie eine Tür gesehen, eine Tür übersehen mit Schlüssel? Die sagt mir, bitte lehne mir in den Raum. Achso, ach, ich muss zu dir zurück, oh, verflixt mich. Was zur Hölle, Mann? Was ist das für verficktes Game Design? Mimi, du verdienst ein paar hinter die Ohren, dumme Mimi. Lady Merlin muss im vorderen Raum im Erdgeschoss sein, ganz sicher. Bitte geht in die, also, oh Gott, in diesem Raum ganz nach hinten. Im ersten Raum im Erdgeschoss, hat sie gesagt, ja? Sehr lästig, dass Ungeheuer in der Villa aufgetaucht sind. Schwung wieder aus, Igitt. Zum Glück konnte ich das Rote festnehmen. Ich glaube, wir sollten besser in Ruhe lassen, sonst wären die unangenehm. Ja, hat sie im ersten Raum gesagt? Ich glaube schon. Danke fürs Horsten, Sven, yeah. Sven, yeah, Alter. War das dieser Raum? Oh. Oh, bin ich jetzt wenigstens auf der anderen Seite von diesem dämlichen... Ach, pff. Was zur Hölle? Geh weg! Lass mich meine Röhre, lass mich meine ausgefahrene Röhre betreten. Ja, das sind die Prioritäten, die wir setzen müssen. Ja, renn mir noch hinterher, Arsch. Okay. Ach, dafür brauche ich auch den Schlüssel. Ja, hi. Ja, ja. Mach mal. Das wird mit Sicherheit keinerlei böse Konsequenzen haben oder sowas. Überhaupt gar nicht. Eek. Aber die wird bestimmt nicht böse sein, weil wir das getan haben und uns deswegen töten oder so. Wir sind ja nicht in einem Videospiel. Frage mich, warum dieses Ungetüm direkt auf sie losging und uns ignorierte. Weil wir so brav sind natürlich, frag doch noch. Dabei sehen wir doch ganz appetitlich aus. Was hat das wohl zu bedeuten? Ach, ich habe keine gottverdammte Ahnung. Eine seltsame Villa ist ja sie bestimmt... Ach, Ivo denn? Bestimmt viele Geheimnisse, ja. Oder Türen, die mich verarschen. Auch ein oder zwei. Höchstens. Ja, Ray, du hast die Trolltüren auf Doom verpasst, weil das lustig ist. Schwing! Wie viele Unterkapitel hat so ein Kapitel immer gehabt? Waren das drei oder vier? Ich glaube, es waren beim ersten Mal drei, oder? Das heißt, es wäre dann jetzt schon das letzte Kapitel. Heilige Scheiße. Also, Unterkapitel von diesem Kapitel. Oder waren es vier? Ich meine, es waren drei. Mario und seine Freunde suchen weiter und drangen immer tiefer in die Villa vor. Zum Glück. Aber egal, wo sie auch suchten, sie fanden keine Spur von Merlö. Wo war diese geheimnisvolle Frau nur? Dort entlang, sagte Tipi und versuchte, das reine Herz zu erspüren. Ungeachtet der Gefahren setzten unsere Helden ihren Weg durch die Villa fort. Gut. Auch Drix hat die besten Trolltüren aller Zeiten verpasst. Die Besthöhen. Was ist das? War.
Meine Lieblingsvase kaputt. Ja, Trampel. Jetzt werd mal nicht unfreundlich hier. Sie waren mein Ein und Alles und die haben sie kaputt gemacht. Arg. Oh Gott, dafür bezahlt ihr. Oh ja. Diese Vase hat 1 Million Rubine gekostet. Wir sind ja hier in Zelda, du Lappen. Also her mit den Scheinen, sofort oder ihr seid dran. Heilige Kamera, Alter. Rubine? Oh, ich glaube nicht, dass wir Rubine haben. Ist das so etwas wie Münzen? Münzen? Wer hat heute noch Münzen, ihr Proleten? Ich spucke auf eure Münzen. Hashtag Sympathieträger. Ihr wollt mir tatsächlich mitteilen, dass ihr keine Rubine habt? Dann müsst ihr eure Schulden wohl abarbeiten. Bis ihr ungezogenen Trampel eure Schuld abgearbeitet habt, gehört ihr mir. Viel Spaß. Ihr könnt euch oben im Generatorraum ein paar Rubine verdienen. Wenn ihr 1 Million Rubine habt, liefert sie mir im unteren Raum ab. Außerdem könnt ihr dort eure Schulden einsehen, also ans Werk, Sklaven. Oh, Schulden, der Hammer. Dein Arsch. Ich hab ne Münze gefunden. 230... Ich muss jetzt wirklich eine Million verfickte Rubine sammeln. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Er ist in einer Truhe. Das ist wahrscheinlich eine Karte von einem Karate. Gehen dann wohl mal weiter, sonst verlaufe ich mich hier hinten noch schrecklich. Hallo. Wollte mir einen Trank besorgen, um mein Liebesleben wieder anzukurbeln. Ich habe Merlot niemals getroffen und jetzt sehe ich meine Freundin nie wieder. Da war der Trank wohl komplett umsonst. Schnuffel, schönen guten Abend, grüß dich. Was? Okay. Springt. Chris Cross, der Mac. Du hast einen ausgesprochen expliziten Bauchnabel, mein Freund. Schenkt eure dünnen Flohbeinchen an. Los, los, los. Das geht schneller. Boss Mimi hat Hassdunkelheit noch mehr, als sie Leber hasst. Also haut rein. Leber. Mehr Energie. Okay. Kann ich... Ach. Das hat ja jetzt Schaden gemacht. Ach, muss ich jetzt hier Strom... Das ist der Generatorraum. Jetzt habe ich mir beinahe gedacht. Dankeschön. Blöcke anstoßen, Strom machen, Rubine verdienen. Rubine regieren die Welt. Willst du mal... Du hast Energie. Gefällt mir. Schnapp dir einen freien Block und spring drauf los. Verdient euch die Rubine. Yeah, Rubine rocken. Yeah. Spring, Rubin, spring, Rubin. Wenn du fertig bist, kommst du zu mir. Ich sag dir dann, wie viele Rubine du bekommst. Oh, und pass auf die kleinen Motivationsfunken auf, die am Boden entlang laufen. Dein Arsch ist ein Motivationsfunken. Krieg ich jetzt einen Rubin hierfür. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das Spiel nicht ernsthaft von mir verlangt, dass ich das 1 Million mal mache. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendeinen Storypunkt gibt. Du willst deine Rubine, wenn kleiner Flo? Also gut, ein Durchschnittslohn für deine herausragend durchschnittliche Leistung. 12 Rubine. Was? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich nicht zwingend wirklich 1 Million verfickte Rubine hier sammeln muss. Hi. Code eingeben. Falscher Code. Sag mal, ein bisschen mehr Respekt hier, das ist ja grausam. Ihr seid sehr dünn. Ist das die Kantine? Ah, ein neuer. Hey, weißt du, dass es neben diesem Raum auch einen für VIPs gibt? Dort kannst du dir viel schneller Rubine verdienen als in diesem Loch hier. Aber es gibt einen kleinen Haken. Du brauchst einen Code und den kennen nur Eingeweihte. Mann, wenn ich nur diesen Code wüsste. Interessiert an einer Info, kostet nur 1 Rubin. Wie sieht's aus? Mach. Okay, in dieser Villa hier gibt's voll viele Geheimgänge. Jawohl. Überprüfe die Wände. Sieh nach oben, unten, links und rechts. Sieh überall nach. Ich arbeite hier den Buckel krumm, aber es reicht nie für meine Schulden. Ich sag's dir, hast du zum Beispiel zufälligerweise auch irgendwie, zufälligerweise womöglich auch die ein oder andere Vase runtergeworfen. Ich weiß nicht, ob ich jemals aus diesem Loch herauskomme. Hi. Spitzen-Timing, werter Freund. Ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt im Sonderangebot. Eigentlich wollte ich 1.010.000... Nein. Pah. Geizig, verzieh dich.
Und der Typ gibt mir wahrscheinlich den Code jetzt für 10.000. Wirklich, nicht ernsthaft, Alter. Nein. Moment, stopp da. Was geht denn da hinten so? Stopp. Also bevor. Nee. Bevor ich verzweifle, erstmal hier. Kann ich hier einfach? Ich kann hier einfach. Schön. Ausgerastet? Wird gut. BK, schönen guten Abend. Hier muss jetzt irgendwas Wichtiges drin sein. Wie zum Beispiel ein Code. Oder ein weiterer Sklaventreiber. Hey, Neuzugang, willst du ein Geheimnis wissen? Aber sicher willst du. Kostet dich 100 Rubin. Aha. Okay, also muss ich erstmal 100 Rubine verdienen und dann kann ich mit dem reden. Hey, keine Kraft mehr, dann schnapp dir einen Pilz und weiter geht's. Im Block da drüben gibt's deliziöse Pilze. Jeder Pilz kostet dich 10 Rubine. 10 Rubine, mein verfickter Arsch, du Arsch. Danke. Okay. Das ist das Niveau, auf dem wir zu arbeiten haben. Nee, ist okay. Pilze essen ist die einzige Freude in diesem schrecklichen Ort. Ich weiß nicht, ob ich ohne Pilze weitermachen könnte. Natürlich könntest du das nicht, weil dann wärst du ja längst tot, du Lamm. Hast du einfach noch nie ein Mario-Spiel gespielt. Der weiß auch gar nichts. Hat Windows die Daten automatisch verschoben, Max? Das wäre grausam. Warum machen die das? Einfach so. Wobei, Windows neigt ja dazu, so einen Scheiß zu machen. Also ich brauche erstmal 100 Rubine. Ja? Das heißt, ich muss jetzt 90 Mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 2, was ein fantastisches Spiel. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49. Game of the Year. Bestes Spiel aller Zeiten. Ich habe noch nie ein so fantastisch... das ist das Beste. Wie viel habe ich? 72. Also habe ich jetzt... Was? 83. Also noch 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Selten so viel Spaß gehabt, in der Tat, ja. Ah, Wahnsinn. Gott, der heilige Grammar-Nazi. Heilige Scheiße. Es gibt Leute, die haben deutlich zu wenig Probleme, habe ich das Gefühl. Aber was weiß ich. Ja, Moment, was ist das? Hallo, willkommen, herzlich willkommen. Nein, 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 nimm mir nicht meine Rubine weg, du Arschkrampe. Geh weg. Mach das nicht. Okay. Wir gehen zu den Türen mit den 100 Dingsbums und dann passt das. Ja. Warte mal, das war jetzt... Er war das, ne? Das jetzt nichts Tolles ist, ne? Aus einem Fremden einfach so, das ist aber ganz schön und gutgläubig. Haha. Aber dann glaube man, das Gute zahlt sich aus. Hier der Code für den VIP-Raum. Der Code lautet 5963. Was? Wofür der gut ist? Das ist ein Geheimnis. 5963. Nika, schönen guten Abend. Grüß dich. 5963, ja. Es würde zu mir passen, diesen Code zu vergessen und nie wieder weiterzukommen. Wobei, der sagt ihn mir bestimmt nochmal im Zweifel, oder? Das heißt, der andere Typ wollte 10.000 haben, ja. 5963. Ja? Krieg ich jetzt zwei Rubin? Lauft. Schneller, schneller, stets im Kreis, ohne Fleisch, kein Preis. Chefin Mimi hasst die Dunkelheit mehr als Kunden. Ja, ja, mehr Energie. Adieu. Gehen wir mal davon aus, statt zu springen, muss ich jetzt einfach nur laufen, ja. Das ist der Generatorraum für VIPs. Lauf im Rad, mach Strom, verdien Rubine. Ja, viel besser als der andere Raum. Hier gibt's richtig Rubine, jawohl. Ein neuer Hamster, was? Ja. Prima, prima, Momentchen, los, ihr Hamster, los. Manchmal frage ich mich, warum ich das mache. Aber die Antwort ist so, Spaß, bla bla bla. Bereit? Ja, ja. Total. Gute Antwort, jetzt rein da, los, Hamster.
Kriege ich dafür jetzt wirklich jedes Mal nur einen einzigen? Kriege ich dafür, habe ich da... Nein. Nein. Ah, das waren 760. Ah, okay. Na, wenn das jetzt fast 1000 waren, ist 10.000 schon zumindest vertretbar, sagen wir mal so. Also das, also zumindest das. Darauf einen Schluck Tee. Schmeiß mich doch einfach bitte nochmal in den Titlescreen. Was hältst du davon, Spiel? Wäre das nicht lustig? Ich bin absolut dafür, dass du das tust, weil das ist ziemlich fantastisch und witzig. Hihihi. Witzig, mein Arsch. Von der Telekom, genau. Muss das jetzt ernsthaft? Ich kann auch in die andere Richtung gehen. Wäre mir das jetzt abgezogen, das wäre auch fantastisch. Wie kommen wir aus dem Scheißladen wieder raus hier? Gar nicht. Der wollte ich auch gar nicht. Wenn das für irgendwas sorgen würde, das wäre fantastisch. Wenn das jetzt irgendwie dafür sorgen würde, dass plötzlich die Drehung auf einmal 10 mal so. Kann ich aus diesem Drecksladen wieder raus? Spiel. Kann ich jetzt hier einfach drin wechseln? Och, was ist denn los? Hamsterchen müde. Wie viel haben wir denn jetzt? 3000. Oh, das war nicht mal die Hälfte. Ey, sind die krank? Was zur verfickten Hölle? Das ist ja kein... Kopfraum. Der Kopfraum ist ein Traum. Der Kopfraum ist ein verfickter Traum. Das ist Game Design vom anderen Stern. Genau, Frau übernimmt das einfach. Was passiert, wenn ich jetzt hier drin A drücke? Gar nichts, okay. Nein, na, ich habe doch nur was getestet. Das frage ich mich ehrlich gesagt gerade auch, Drix, ja. Das Ding ist, was ich von dem Spiel erwarte, ist, dass sie dir am Ende noch eine lange Nase zeigen und die irgendwie sagen, das war ja gar nicht nötig. Darauf warte ich, dass am Ende dann die Nachricht kommt, haha, war alles so ein Scherz, brauchst du gar nicht, du Lappen. Und ich stehe hier die ganze Zeit und drücke nach rechts. Das ist, nein, das ist nicht mein erstes Paper Mario. Also das erste Original N64 Paper Mario habe ich damals mit Frauen zusammengespielt. Danach haben wir das GameCube Paper Mario gespielt. Und dann irgendwann das hier. Wobei das zu 90% Frauen gespielt hat. Also, ich kenne die im Prinzip. An diese Stelle konnte ich mich allerdings Gott sei Dank nicht erinnern, weil wenn ich mich daran an diese Stelle erinnert hätte können, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier, sondern würden irgendwas anderes spielen. Knifflig. Bin mal gespannt. Danke, Schnuffel. Oh, und danke, Max, natürlich auch. Das ist ohne Scheiß, das ist eine der dümmsten Sachen, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Das ist, als würden die aktiv dafür sorgen wollen, dass man aufhört, dieses Spiel zu spielen. Nee, überhaupt nicht, Ray, gar nicht. Das war damals eine Riesenüberwindung im ersten Moment. Aber letztlich, allein weil es irgendwann mal dafür gesorgt, wir reden gerade von Facecam, ob ich es bereut habe, Facecam zu nutzen. Das war damals eine Riesenüberwindung, weil du weißt ja nie, wie Leute auf Gesichter reagieren, weil Menschen sind ja, neigen ja dazu, oberflächlich zu sein, den ganzen Scheiß. Gerade im Internet, dich einfach so offen irgendwo
zu zeigen, wie gesagt, es war anfangs auf jeden Fall eine Überwindung, aber ich würde das nicht mehr missen wollen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich finde immer, für mich persönlich, wenn ich einen Streamer oder einen YouTuber oder so schaue, mir fällt es sehr viel leichter, mich mit einem Kanal zu identifizieren, wenn ich dazu ein passendes Gesicht habe. Und überhaupt dazu auch, weiß ich nicht, einfach ein bisschen weniger reden zu müssen, in Anführungsstrichen, weil einfach auch mal, keine Ahnung. Also ich sag mal so, ich würde die Facecam nicht missen wollen, so. Im Grunde sei mal dahingestellt. Es ist einfach ein objektives Gefühl meinerseits, dass ich da nicht mehr drauf verzichten wollen würde, weil, keine Ahnung. Es ist auch nicht so, es gibt viele Leute, die haben dann irgendwie Angst davor, wenn mich mal jemand auf der Straße anspricht, aber jetzt mal ohne Scheiß, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer von uns mich zufällig mal auf der Straße trifft, die geht gegen null. Also, ich finde es immer lustig, wenn das irgendwelche kleinen YouTube-Kanäle erzählen, die 100 Subscriber haben, ja, ich mache keine Facecam, weil ich will ja nicht auf der Straße angesprochen werden. Sag mal, wie größenwahnsinnig kann man sein? Das Argument halte ich, gut, ab einer bestimmten Größe von mir aus, aber mit Sicherheit nicht in der Größe meines Kanals. Ja, 3. Aha. Also mit den 10.000 jetzt zu diesem anderen Typ, der in irgendeinem anderen dämlichen Raum war, der... War der hier? Ne, der war nicht hier, ne? Der war in dem anderen Raum da hinten irgendwo, oder? Der war nicht in diesem Raum, meine ich. Danke, Kumpel. Hör zu, hör gut zu. Mimi hat geschlafen und ich habe sie im Schlaf belauscht. Sie flüsterte... Ich muss auch noch Zahlen aufschreiben, daran erkennt man ein verfickt gut designtes, verficktes... Das ist das zweite Kapitel im Spiel, das muss man vorstellen. 4-1-2-6-2-8-1-6. Mein Schatz. Also, ich denke, das ist die Nummer von ihrem Freund. Ja, ja, klar. Ich hab verstanden. Hier, 1, 2, 6. Willst du mich verarschen? Wo soll ich den Scheiß denn eingehen? Ach, hier geht's doch weiter. Nee, nee, nee. Alter, ich rede mit dir, du Haufen. Schnupper, Schnupper. Ich wittere Rubine voraus. Viele Rubine. Aber siehst du diese Elektrobarriere? Die machen Grillhamster aus dir. Wenn du nur einen schlanken Pixel hättest... Schon von ihnen gehört, mit so einem Pixel kannst du dich seitwärts drehen und er ist quasi unsichtbar. Man munkelt, dass irgendwo in der Villa so ein Pixel versteckt sein soll. Dein verfickter Arsch ist irgendwo... Da kann ich... Wo gebe ich diesen verkackten Code ein? Oder kann, muss ich die nach dem Code irgendwie, muss ich die ansprechen oder? Ich hab keine verfickte Ahnung, was sie von mir wollen. Nee, Schnuffel. Hallo, willkommen. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Rubinkredit. Ja, bezahlen. Ich liebe dich. Das ist wirklich toll, ich liebe ja Rubine, also schaffe welche ran. Moment, stopp, war hier irgendwas drin? Mario Best of von YouTube Best of. YouTube Best of haben mir viel geholfen.
Die war, also ich weiß gar nicht, ich hab das irgendwann schon mal angeschnitten, ich weiß gar nicht, ob der Kanal in welcher Form auch immer überhaupt noch existieren würde, wenn Henny nicht damals irgendwann mich angesprochen hätte und gefragt hätte, ob er ein Best-of von mir hochladen darf. Ich weiß nicht, ob der Kanal heute überhaupt noch existieren würde, wahrscheinlich nicht. Also den kann ich in jedem Fall, ich denke, dass wir den Herrschaften von YouTube Best-of zu verdanken haben, dass wir hier heute überhaupt noch sitzen. Ist auch nirgendwo, wo ich den scheiß Code eingeben kann. Wie man erfolgreich Menschen die Lust an einem Spiel nimmt innerhalb von 20 Minuten. Ne, ist gut. Das ist offensichtlich nicht das, wo ich den Code eingeben muss. Es sei denn, die wollen dann jetzt dazu noch 2816 haben. Aber auch direkt die Welt gerettet haben, genau. Ich weiß noch damals, als Henny mich damals dann angeschrieben hat, weil so, ja, hi, wir machen ja YouTube-Best-of-Videos, hast du nicht gesehen? Klickst natürlich erstmal auf den Kanal, guckst, wer ist, oh, heilige Scheiße, 45.000 Subscriber, heilige verfickte Scheiße. Ich hatte damals irgendwie, weiß ich nicht, 72 oder so ein Scheiß, ich hab keine Ahnung mehr. Da hab ich gefragt, ob das denn okay wäre, wenn er denn ein Best-of-Video von mir machen würde und hochladen würde auf deren YouTube-Kanal. Und dann, man musste sich natürlich dann rar machen, da habe ich natürlich gesagt, ja klar, aber nur wenn du dann auch meinen Link da unten in die Beschreibung packst. Das war herrlich. Der Henny. Ich habe auch gedacht, was ist das für ein Vollhorst? Hätte ich mal nicht gefragt. Was, ey, denn? Was wollen die von mir? Die sind doof. Geben mir einen verfickten Code, aber keinen Ort, wo ich einen verfickten nochmal eingeben kann, Mann. Die haben nur echt irgendwie ein bisschen zu tief in irgendein Glas geguckt oder so. Irgendwo liegt wahrscheinlich dieser dämliche Pixel rum. Den muss ich wahrscheinlich suchen. Ich kann auch nicht mehr zurückgehen. Das heißt, das macht die Sache jetzt aber für mich jetzt nicht zwingend schwieriger. Das heißt, dass alles, was ich brauche, definitiv hier ist. Ist das die Echtzeit da? Nee. Dass alles, was ich brauche, definitiv hier ist. Hier war dann nichts weiter mehr drin, schätze ich mal. Und hier? Die Zutritt verweigert. Das war der Code anfangs nochmal 5962, ich hab's vergessen. War da irgendwas drin? Ne, 5963 war es, oh ja. Okay. Das Konzept findest du cool, dann ist es definitiv zu 100% Geschmackssache. Ich halte das für absolut bescheuert. Das ist gerade als zweites Kapitel in dem Spiel, alter, heilige Scheiße. Vielleicht ist es auch einfach zu früh, keine Ahnung. Da oben kann ich auch nicht weiter, weil da diese Stelle ist mit diesem dämlichen Dingens da. In keinem dieser Räume kann ich irgendwas machen. Das ist der Typ für den VIP-Raum. Das habe ich ja, bin ich ja schon fertig mit. Das irgendwas? Das sieht für mich aus, bräuchte ich ja diesen komischen Pixel für, wovon der Typ da vorhin sprach. Ich habe ja keine Räume mehr. So, irgendein Raum, in dem ich nichts gemacht habe. Ich habe keine Ahnung.
Das hat nichts mit Verzweiflung zu tun, sondern damit, dass ich meine Lust an diesem Spiel verliere. Das hat mit Verzweiflung absolut nichts zu tun. Ich bin einfach nur noch genervt und angepisst von dieser Stille. Läuft immer noch nicht mit dem Horsten? Ja. Kein Stress, Alter. Ja, an der Anzeigetafel, dafür bräuchte ich allerdings dann wahrscheinlich diesen Wert an Dings hier. Also auf der Anzeigetafel werden ja wohl wahrscheinlich, da wird ja wohl dann meine Restschulden angezeigt. Zumindest, ich kann mit der Tante auch mal reden, ja, wohl wahr. Allerdings denke ich, dass an der Tafel meine Restschulden angezeigt werden, die eine Million wären und der Code, den ich hier habe, wäre irgendwas mit 41 oder was Millionen. Das zeigt dir einfach nur an, wie viele Restschulden du hast. Und wie gesagt, der Code wäre, eine Stelle mehr, wenn mich alles täuscht. Ja, das ist ein Speicherblock nur. Ja, also der Block mit dem S ist nur ein Speicherblock. Wo ist gute Frage. Die alte Hippe? Die alte Hippe ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Hat sie nie abgebildet. Dankeschön, Easy. Ah. Willkommen an der dritten verfickten Stelle in dem dummen Spiel, bei dem ich eine verfickte Walkthrough zu Rate nehmen muss, weil Game Design maßlos überbewertet ist. Weil warum würde man... Alter, was zur Hölle, Alter. Meine Bank, ich habe nicht viele Gesprächsfunktionen bei der. Ich habe ja nur die vier, die habe ich alle schon gemacht. Ja. Ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwelche Zahlen einzugeben. Ja, das ist nur ein Speicherpunkt. Hier ist ansonsten jetzt gar nichts mehr. Das heißt im Grunde genommen, die einzigen Leute, mit denen ich interagieren kann, abgesehen von den nutzlosen Dingsbums, ne, ist im Prinzip diese Frau. Das ist offensichtlich der wichtigste NPC, den es hier gibt. Yeah. Das Einzige, was ich bei der machen kann, ist meinen Kredit abbezahlen, meinen Kontostand einsehen oder Hallo sagen. Oder ich liebe dich sagen, was auch absolut nichts bringt. Das heißt, die scheiß Fernbedienung. Wahrscheinlich ist es wirklich die verfickte Fe- Oh, da oben ist wahrscheinlich ein verstecktes zweites. Oh. Oder hier. Mach doch bitte. Alter! Nee, hier ist auch nichts. Ja, und jeden einzelnen. Danke, Ray. Jeden einzelnen Fleck dieses verkackten. Oh. Alter, reagiere doch bitte. Das wäre fantastisch. Ich zeige auf diese verfickte scheiß Leitbar. Mach jetzt. Hier ist absolut nichts. Hallo, reagiere bitte auf die Sachen, die ich mache, du Spiel. Ich meine gut, ich könnte natürlich theoretisch einfach dahergehen und diese scheiß Millionen Dings da einfach sammeln. Das könnte ich auch machen. Die Möglichkeit besteht ja.
Das Einzige, wo ich jetzt noch nicht gucken war, war in den Räumen. Hier irgendwas. Mach doch bitte. Na gut, der Raum ist sowieso verdächtig leer, aber auf der anderen Seite, ja, wo, eigentlich ist er das ja eben nicht. Wie gesagt, die gibt mir Tipps. Wir müssen die 1 Million Rubine wohl irgendwie auftreiben, aber es muss doch einen schnelleren Weg geben. Ja. Ich muss irgendwo diesen verfickten Tod ergeben. Da sind wir uns wahrscheinlich alle drüber einig. Wo zur Hölle soll ich diesen Kack-Tod, den hätte ich gern, tot. Den dummen Tod ergeben, ich muss irgendwo, ach Moment, vielleicht ist es bei diesem Ausschalten, nee. Bei diesem komischen Stromkram, pass mal auf. Was wäre das Dümmstmögliche? Es muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Gehen wir mal davon aus, dass wir diesen Pixel bis hierhin noch nicht bekommen haben können. Ja, das kommt noch dazu, Zitrox. Hier ist auch nichts. Und es wird wieder irgendwas sein, wo ich dann am Ende da stehe und einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlage. Das ist wieder das, was passieren wird. Ich habe den Code richtig eingegeben, mindestens schon zweimal. Lass diese dämliche Kacktür einfach offen. Mein, muss das sein? Dass ich diesen Code jetzt zum dritten Mal eingebe, ist das wirklich vonnöten? Dann jetzt halt mal wieder nach einer verfickten Rüste gucken, weil das Spiel das Beste ist, was jemals auf diesem Planeten existiert ist. Meine Fresse. Oh Gott, was ein Meisterwerk, Alter. Oh, danach kommt noch ein Kapitel in diesem scheiß Dreckshaus. Ich muss diesen dämlichen... diesen dummen Pixel herkriegen, scheinbar. Ich weiß nicht mal mehr, wo das sein soll. Ich sehe Bilder und ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ach, das... Ach. Die eine Stelle, die ich mir noch nie angeguckt habe, ist wahrscheinlich jetzt die... Los! Kennst du das Geheimnis, Partner? Kennst du's? Mach deine verfickten Augen zu und stell dir vor, die Welt verschwindet vor meinen Augen. Hey, das ist ja der Oberhammer. Wie, was? Kann fühlen, dass du der Held bist. Wow, willkommen, Partner. Oh, das ist schlecht. Du hast zu wenig Kick. Kann meine Kräfte niemandem leihen, der zu wenig Kick hat. Reicht denn vielleicht eine Teddy-Filiale? Okay, folgendes. In den nächsten 10 Sekunden lade ich deinen Kick auf. Fertig. 1, 2, 3, 5, 4, 17, 3,14, 1 Murksmillion, 10. Jetzt bist du bereit, Partner. Jetzt kannst du den Kick. Denk daran, wir Pixel haben jede Menge Kraft, also sei vorsichtig. Vor 2000 Jahren gab es zwar etwas Soft mit den Ältesten, aber das ist wieder in Butter. Lass uns jetzt mehr Kick suchen. Ja, komm schon. Martinu, willkommen zu deinem Lieblingskapitel in dem besten Spiel aller Zeiten.
Jetzt kennst du das Geheimnis, oder? Lass mich doch einfach spielen. Lass mich einfach spielen. Lass mich, let my Krutzel go. Halt deine dumme Fresse, yo. Und lass mich ein Spiel spielen. Flo. Oh. Und da oben kann ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Kack. Okay. Contenance, Alter. Contenance. Wahnsinn. Hier kann ich jetzt was machen. Jetzt bin ich unsichtbar. Ich dachte, ich wäre unsichtbar. Also, ich muss stehen bleiben. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte mich, nachdem ich eine Dreiviertel verfehlt. Ach, hier muss ich verficken. Beste Musik ever. Beste Musik ever. Geh weg. 6, 4, 1, 2, 6, 2, 8, 1, 6. Zutritt gewährt. Das heißt, Moment, wenn ich den Code gewusst hätte, den ganzen Scheiß mit den Rubinen ja vorher gar nicht machen müssen. Also dieses Dumme mit dem Laufrad da, den Kack. Das hätte ich komplett überspringen können. Du hast zufällig 1 Million Rubine erhalten. Jetzt muss ich hier nochmal... Ja? Das ist genau das, was ich mit meiner Zeit so vorhabe. Ja, da hast du dich sehr zurecht drauf gefreut, Martinho, Alter. Der Vorgänger dieses Spiels hier? Also das beste Spiel aller Zeiten, das muss man aber... Na gut, bei aller Liebe für Paper Mario, das Spiel ist mit Sicherheit nicht schlecht oder so, aber das beste Spiel aller Zeiten geben wir dann doch... Also mir persönlich doch ein bisschen zu weit. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so in dem YouTube-Video drin lasse. Ich schneide es wahrscheinlich raus. Auf YouTube sind ja immer alle direkt hektisch. Da wird ja direkt überspringen, gesprungen und gedisliked. Das ist zu lange gedauert. Oh, bist du doof? Deswegen schneide ich es wahrscheinlich raus. Hallo, willkommen. Also die Leute, die es dann sehen wollen, können es natürlich hier auf Twitch dann im VOD gucken. Also es ändert dann auch nicht allzu viel. Herzlich willkommen bei der Rubinbank-Abteilung Kredite. Ja, Wahnsinn. Hallo, deine Millionen Rubine, die ich gerade aus deinem Arschloch geklaut habe. Man kann die sich auch erspielen. Ach du Scheiße. Super, ich nehme da mal deine Rubine. Ja, vielen Dank. Die Fresse. Ich hasse dich. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? Was? Ja, hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein, du hast meinen schönen Plan ruiniert. Aber die anderen arbeiten ja trotzdem noch weiter, du Lappen. Rark. Du Fiesling. Ah. Explosion. Wer wartet sowas schon? Ich würde sagen, mindestens eine halbe Stunde, ehrlich gesagt. Dieses kleine Biest hat uns also eine Falle gestellt, aber wer war das eigentlich? Machen wir Sorgen um Merleux. Wir müssen ihr helfen. Ja, lass mal lieber gehen. Achso. Ja, Entschuldigung. Moment, Moment. Das war nötig. Das war nötig. Boom, Motherfucker. Wenn ich so das Spiel frage, ja bitte. Ich möchte diesen Scheiß nie wieder in meinem Leben sehen. Nie wieder. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor und warum wollte sie Maroy und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenknall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Merleux dort unten ist, fragte sie unsere Freunde mit sorgenvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, das herauszufinden, stieg sie die Treppe herab. Schön, dass ich auch irgendwas mitsprechen darf. Oder zumindest darf ich vorlesen. Die Kackzettel wegschmeißen, dumm Arschkram. Nie wieder diese Zahl sehen. Konfrontation im Keller. Ja, ich konfrontiere gleich mal was ganz anderes. Oh, danke. Danke, Schnuffel. Auf das Ende des Apple. Oh Gott, Alter. Aber es passiert ja noch was. Was weiß ich, was jetzt noch kommt. Ich möchte das nicht haben. Das reine Herz ist nah. Hier unten spüle ich viel stärker. AIP, hurra. Zum Glück seid ihr jetzt endlich da. YSGG. Ja, YSGG auch, Alter. Dankeschön, Max. Ich bin Melee. Kommt ihr rein? Diese Villa, sie ist mein. Ach, plötzlich ist sie da. Ich warte hier schon ziemlich lang. Mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin in Eile, weswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich
Ich bitte euch, holt mich hier raus. Klar. Nichts lieber als das. Im Keller sitze ich wie eine Maus und das in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Jahren ist man ziemlich alt, wollte ich eigentlich jetzt vorlesen, aber es macht gar nichts. Von jetzt an, seid stets auf der Hut. Das hat sich nicht gereimt. Ach, jetzt dann. Vertraut auf nichts, ob böse, ob gut. Nein, ich kann nicht. Bleiben hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Morsecode. Scheiße. YSGG, genau. Oh, ein Traum. Ein Traum in Bunt. Sie ist weg. Ich bin wieder allein. War diese Erscheinung wirklich Merlu? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Weil es ein Videospiel ist und sie mutmaßlich nicht möchte, dass wir sterben. Danke, das ist ja, aber was weiß ich schon. Ich habe ja eh keine Ahnung von Tuten und Blasen und dafür kann ich nachts laut pupsen. So, das kriege ich manchmal hin. Und dafür diesen wunderbaren. Guck dir das an. So, was gibt's denn da jetzt schon wieder zu raunen? Meine Frau raunt, wenn ich sage, ich habe laut gepupst. Ich verstehe schon. Wir verstehen uns. Wenn das Liebe ist. Warum bringt. Ich schon zwei Türen sehe. Es ist bestimmt hier so ein dämliches Labyrinth oder so ein Kack. Weil das passt hier hin. Was ist das? Hallo. Raum 01. Nein, jetzt nein. Gui, schönen guten Abend. Die machen jetzt nicht noch out dazu noch ein Fassi. Nein. Nee, nein, Raum 03. Nee. Alter, nee, wir. Na gut, alles ist sehr, sehr erotisch. Also, das ist Regel Nummer 1. Raum 02. Moment, ich möchte ihn töten. Yes! Ah. Meinst du, wir sind dritten DLC einfach programmieren, sagst du? Das war ein Das ist ja schon fast niedlich. Raum 04. Wie sieht der in 3D aus? Oh, der ist dreidimensional. Heilige Verfickte. Nein, aua. Ich möchte dein Auge. Lass mich doch jetzt mal dein Auge anfassen. Weißt du, wenn ich sage, ich will was anderes anfassen, ist auch wieder falsch. Will ich dein Auge anfassen, schreie auch rum. Lass mich doch mal einfach machen. Vertrau Papa doch mal einfach. So. Ich bin Papa-Bär, ich darf das. Kam ich jetzt durch die Tür durch? Das ist jetzt wirklich so ein dämliches Labyrinth mit irgendwelchen dämlichen Türen, ne? Oh yeah. Alter, heilige Scheiße, 5 Monate. 5 Monate mit dem unterhaltsamsten Bartträger auf Twitch, kleiner als 3. Dankeschön, Martinho, Alter. Mit dem, ja, hör mal, 5 Monate, das ist ein halbes Jahr, stell dir mal vor. Dankeschön, Mann. Natürlich, liegt alles am Bart, habe ich mir sagen lassen. Kommt herbei und tretet ein Herzchen. Dank und Kuss an obendrein. Die Maske ist nicht... seht nur, ich bin wieder da. Findet ihr das nicht wunderbar? Total. Die Leute kommen von nah und fern und helfen tue ich immer gern. Jetzt seid ihr hier, das macht mich froh. Hihi, ha, ha, ho, ho, ho. Putzi-Bärchen, genau. Wir suchen das reine Herz. Aha, oha. Und so. Ein reines Herz für Mario. Und Co. Euch, das meine ich ohne Scherz, gebe ich gern das reine Herz. Genau, am Samstag aus? Weiß ich nicht. Ist das schlimm? Doch umsonst musst du geben, liegt mir fern. Weil, doch umsonst zu geben, liegt mir fern. Deine Mutter ist eine verfickte Rubinschlampe, hätte ich gern. Fick dich. Deine Unterschrift trennt euch vom Herzen. Die Rubine könnt ihr doch verschmerzen. Halt deine verfickte Fresse. Ich hasse dich. Geh für immer weg. Fehlen euch die Rubine eben, kann ich einen Kredit... Nein. Jeder Vertrag für... Okay, versüßen wir den Kauf. Ich lege noch was oben drauf.
Unterschreibt nur hier und dann gilt's, dazu kommt noch ein Megapilz. Jeder Vertrag. Leck mich in de Tesch, du Lappen. Junge, ihr Ver... Nein, kein Game Over. Ich habe lange nicht gespeichert. Mal ein neues Pixelzart. Ist das nicht ein toller Deal? Wo bekommt ihr sonst so viel? Einen Namen schreibt schnell hin, dann macht... Ich mach jetzt mal einfach. Das zu sehen war eine Qual. Doch ihr traf die rechte Wahl. Nein, halte ein! Welche Überraschung ist es? Ich sie. Wozu habt ihr das gemacht? Meine Warnung nicht bedacht. In einem Spiel, das schon mal mich Game Over geschickt zum Title Screen. Wenn die jetzt ernsthaft von mir erwartet haben, dass ich noch x-fach Nein drücke. Wenn ich eins in diesem Spiel gelernt habe, dann dass ich das nicht tun sollte. Fick, nein! Stimmen nur in deinem Kopf. Vision, Unsinn, du Tropf. Hör zu und unterschreib geschwind, dann bist du reich, mein liebes Kind. Also muss ich jetzt weiter ablehnen. Wenn ich schwöre bei meinem Namen, wenn das jetzt dann wieder dazu führt, dass ich Game Over bin, werde ich dieses Spiel heute Abend zerstören. Gute Wahl, ja, so ein Glück, denn sie ist ein falsches Stück. Mach das nicht. Oh, danke, Schnuffel. Halt deine dumme Fresse. Ach, jetzt ist es auch egal. Plot-Twist. Oh, ihr habt mich für ein Hausmädchen oder eine Hochstaplerin gehalten. Aber in Wirklichkeit bin ich Mimi, Gestaltenwandlerin und Gehilfin von Graf Knickschitz. Ich hatte friedliche Lösung gehofft, aber Pech gehabt. Und Peach gehabt. So, ihr wollt die harte Tour? Soll mir recht sein. Ach, ich bin doch am Reimen. Soll mir recht sein. Weg mit den Samthandschuhen. Wollen wir jetzt boxen? Wahre Gestalt. Von Magie beschützt, sodass ein Angriff gar nichts nützt. Der Sturm nach vorne bringt euch nichts drum, lauft davon und zwar recht fix. Angriffe wirken nicht, wie sollen wir sie denn dann besiegen? Ihr müsst nun finden, mein Versteck, dann nehme ich den Zauber weg. Ist der Zauber erstmal weg, dann macht ihr Mimimi schnell zur Schneck. Also, Moment. Hä? Was soll ich jetzt machen? Ich soll jetzt irgendwas suchen. Aber ich weiß ja nicht was. Hi. Raum 05. Nee. Was ist denn? Lass mich doch in mein Menü. Geh weg. So. Hurra, Tür. Pretty Woman, aber. Das ist quasi, wenn die... Natürlich darf ich nicht auf einen Gegner springen in einem Spiel, in dem ich nichts anderes machen muss, als auf Gegner zu springen. Was erwarte ich denn? Raum 06. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Geh mir doch einfach nie auf den Sack. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich weiß, ich bin ein gemeiner Mann. Aber... Wie lange dauert der Scheiß jetzt? Also ist das langsam? Ist sie jetzt für immer. Sag mal. Endet das irgendwann? Ist es unendlich? Heiliger Jumpscare. Ist es unendlich? Geh mir doch nicht auf den Zeiger! Geh weg! Also, es wäre weg. Okay. Die macht keinen Schaden. Ja, da brauchen wir ja die ganze Zeit vorher wegrennen. Zeig. So, dann. Zumindest die Eissperma-Hodenärsche sind wieder da. Zumindest. Toll, jetzt dann ein Raum mit für. Moment. Ein Raum mit 4 Türen und das Ding hier. Möchte ich das erst lesen? Raum 08. Ich stehe sowieso nichts dran. Plötzlich Feuer. Darf ich? Dankeschön. Hier ist so ein Healing-Item. Ich dachte, ich hätte irgendwas Tolles gefunden. Ach, komm schon. Ah, danke für die Bits, Ghoul. Raum 07.
Herzen für Schwärmerhodenärsche, genau. Eisige Schwärmerhodenärsche. Das ist ein wichtiges Detail. Okay, stirb. Irgendwas versteckt? Ja, natürlich. So. Entsend. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich nicht in die Tür unten muss. Aber hier oben ist ja auch nichts. Aber Moment, vielleicht ist da das hier? Natürlich nicht. Warum auch? Warum wäre das auch einmal vonnöten, wenn ich mal dran denke? Also komme ich in diese Tür da oben gar nicht. Interpretiere ich jetzt mal einfach. So rein vorsichtshalber, so für den Moment. Trollt. In einem verfickten Labyrinth. Trollte. Ja, easy, da hast du dein Mario Maker. Was ein Meisterwerk. Alter, was zur Hölle? Okay, komm mal da rein. Mal gucken, was passiert. Wir gehen mal da rein. Und dann jetzt mal hier so. Da waren wir ja noch nicht. Plötzlich ein Riesenwuhu. Moment, da ist eine Treppe. Kann ich die so? Okay. Ja, aber die versteckten Sachen waren doch sonst nicht so halb sichtbar. Das ist schon wieder irgendwas komplett anders als so. Komm schon. Genau, Max. Damen und Herren, dann Level up. Das kann ich gut gebrauchen gerade. Danke. Gehen wir mal davon aus. Ist hier noch irgendwas? Toll, super, danke. Gehen wir mal davon aus, dass wir nicht hier rein wollen, sondern dass Mimi auf der Damentoilette ist. Dankeschön, easy. Und natürlich, Max, selbstverständlich. Toll. Was stand da? Nichts. Ich dachte, da wäre eine tolle Message gewesen, die wichtig ist oder zumindest lustig oder irgendeinen Wert hat als gar keinen, aber... Irgendwer erwartet hier scheinbar ziemlich viel von diesem Spiel. Hier muss jetzt aber irgendwas sein. Hihihihi. Du hast auf der Toilette gesessen. Dein Versteck war die verfickte Toilette. Hihihihi. Juhu, juhe. Ich bin Merle. Die Leute kommen von nah und fern. Und helfen tue ich immer gern. Um dich kreist eine Fliege, aber... Gut. Die wahre Merle, wirklich? Hier? Mimi war zu stark für mich, so kam ich her wie widerlich. Blunder Mensch. Abend. Ich trug das reine Herz in Vorhalt, verbarg's in einem stillen Ort. Jetzt seid ihr hier, oh welche Wonne. Und Mimi, die kommt in die Tonne. Jetzt schnappen wir uns dieses Gör ganz ohne Gnade. Echt, ich schwör. Oh, das glaube ich nicht. Ach, sie kann einfach, natürlich kann sie einfach teleportieren. Mimi! Mimi, 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 Mimi. And she'd. Für die Bits, Citrox. Ha! Da bin ich doch noch, denn ja, jeder weiß, du bist Mimi. Auf geht's, Freunde, feste drauf, zusammen halten wir sie auf. Redest du das falsche Stück, sie betrügt. Das ist ihr Trick. Einfach mein Gesicht zu klauen, dafür gehört sie schlimm verhauen. Natürlich, Gewalt hilft immer. Ich bin Merle, Herr Jemine. WoW, ich bin Merle. Eine von uns ist echt, die andere schlecht. Ich bin Merle, hübsch und hold und so falsch wie Katzen. Und du so falsch wie Katzengold. Lügen tust du wie gedrückt, du gehörst echt angespuckt. Ach Mädel, sieh es endlich ein, nicht jede kann ein Model sein. Was zur Hölle? Kreisch, kreisch. Catfight. Es nützt nichts, sich hier zu streiten. Wer echt ist, sollen sie entscheiden. So soll es geschehen, dass du die Falsche bist, werden wir sehen. Hihihihi.
Oh, du weißt zu amüsieren, jedoch wirst du verlieren. Hihihihihi. Sei doch still, du fieses Stück. Ich will mein Haus zurück. Los, los. Live aus der Damentoilette hier. Echteste Merle der Welt. Und wir fangen gleich an. Du wirst den beiden Merles 5 Fragen stellen. Hör die Antworten genau an. Und am Ende musst du echte Merle. Aber das ist nicht alles. Wählst du die falsche, dann geht's dir an den Kragen. Also los, erste Frage. Deine Lieblingsband. Nächste Frage wird etwas musikalisch. Wer ist deine Lieblingsband? Mit Buhu, muss ich mir das jetzt merken? Mit Buhu und die Kettenhunde rocke ich so manche Runde. Singende Piranha-Pflanzen lassen mich vor Freude tanzen. Oh, sehr interessant. Die nächste Frage, muss ich mir das jetzt, ich muss mir das nicht ernsthaft merken, oder? Dein größter Wunsch, Moment, das wäre ja bei der einen wäre das Rubin, aber sie kann ja auch lügen. Was für eine großartige Frage, dein größter Wunsch? Kristallkugel, neuestes Modell, und zwar schnell. Ein Freund, der mich knuddelt, tut er es nicht, wird er verbuddelt. Oha, Zeit für die nächste Frage, heilige Scheiße. Oh, danke Schnuffel. Dein Lieblingstier. Och, was für eine niedliche Frage, was ist dein Lieblingstier? Ein kleines Bärchen, süß wie im Märchen. Ich mein Papa-Bär. Eine Tarantel, groß wie eine Hantel. Das kann ja jetzt dann nur, also... Aha. Dein Lieblingsduft? Oh, die Frage ist jetzt etwas anders. Was ist dein Lieblingsduft? Der Duft frischer Luft. Ich schnuppere voller Genuss gern auch mal an. Verfickten Käsefuß, ja? Und jetzt die letzte Frage. Oh, die Spannung. Welche wird es sein? Dein Spitzname. Die nächste Frage beschwört vielleicht traumatische Erinnerungen herauf. Wie lautet dein Spitzname als Kind? Meine Klasse war gemein. Sie rief mich das Warzenschwein. Aber warum das denn? Ich trug's mit Fassung wie eine Eiche. Man nannte mich die Streberleiche. Und damit wurden die 5 Fragen gestellt. Also, wer ist die echte Merle? Entscheidet euch. Ich muss das jetzt tatsächlich, also ich meine, sie mochte Spinnen. Ich gehe davon aus, dass sie dann die Spinnentante ist. Aber da ist die Fliege, ja. Aber die Fliege war doch gerade auch bei der echten Merle, oder nicht? Ja, klar. Also ist die mit der Fliege und die nicht die Tarantel wollte, ist die echte Merle, ja? Ich schlussfolgere daraus jetzt einfach mal. Ganz sicher. Denkst du gut drüber nach? Klar. Die Spannung ist unerträglich. Habt ihr die richtige Wahl getroffen? Ein Schicksalsmoment. Oh, ist das spannend. Richtig. Wir kommen zurück auf dem Niveau von Sonic 06. Mimis Plan, der ging daneben. Es kann nur eine Merle geben. Es war nur Glück, ich war perfekt als Merle. Gratuliere euch, indem ich euch zu Konfetti verarbeite. Alter, was? Ich habe keine Ahnung, Max. Okay. Ja, Spinne, ich hab's verstanden. Mach die Animation einfach nochmal eine Viertelstunde. Urks. Feuer euch von draußen an. Los jetzt, Leute. Mutig ran. Ho, ho, ha, ha, cha, cha, cha. Hau euch aufs Knie. Wenn sie eins hat. Hihi. Das war, glaube ich, jetzt ohne Scheiß. Ich weiß, ich bin ja gut in schlechten Witzen. So paradox das klingt. Aber ich glaube, das war der schlechteste Reim, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Sie ist schnell. Was soll's, dann mache ich euch zuerst fertig. Mimi. Los. Ja, aber... Was ist denn meine Aufgabe? Ran. Plötzlich kackt sie Rubine. Ist eine nützliche Kraft, wenn man denn kann. Kann ich irgendwas Lustiges tun? Versteck mich einfach im Klo. Hat ja bei Tante auch gedingsbumst, geklappt. Entschuldigung.
Muss ich... Alter. Fuck. Ach, jetzt kann ich Schaden machen. Aber wie nur? Warum kannst du mich angreifen? Ich bin doch unverwundbar. Die Macht von Graf Nickwitz schützt mich. Ho, ho, ha, ha, Ajaj. Diesem Gesang breche ich irgendwas, Alter. Der Schutzzauber ist weg, jetzt wirft sie in den Dreck. Was? Konnte das passieren? Ick. Für mich so nackig, wie konnte es nur? Okay, ciao. Jetzt bleibt das Bein da stehen. Nein. Oh, wunderhübsch. Okay, ich muss die anderen Toiletten aufmachen. Ich will die anderen Toiletten auch aufmachen. Ich will gleiche Tür für alle. Genau, wer rollt rum wie ein Klotz? Es ist Roger Klotz. So. Aber warum kann ich sie auf einmal treffen? Ich verstehe gar nicht. Also, ich meine, die Story war, ich kann sie nicht treffen. Und dann plötzlich beschließt, spielt er aber jetzt dann doch. So, das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich es bin, die zuletzt lacht. Dank meinem, lass mich den Bosskampf doch einfach. Ist zu sehen. Noch um Gnade flehen. Ja, ich, Yippie-ki-yay, Motherfucker. So. Willkommen zurück in fucking dem Spiel. Also. Typ hier, Typ. Wie heißt der Typ nochmal? Bruce Willis, ja. Alter, lass mich doch einfach spielen, ohne den Kampf alle 2 Sekunden zu unterbrechen. Tschüss. Bist du jetzt tot? Bist du für immer weg? Mimi, hoch. Aber wie? Unmöglich, wie nur? Plötzlich explodiert sie logischerweise. Das machen Spinnen häufiger so. Deswegen haben wir auch diesen natürlichen Schutzreflex, dass viele Leute haben ja Angst vor Spinnen. Das ist deswegen, weil wenn wir dann da draufhauen, dann explodieren die. Es gibt ja nur die Leute, die Angst davor haben und sie dann kaputtkloppen wollen, das aber meistens nicht tun, weil sie sich nicht rantrauen, was wichtig ist, weil ansonsten springt ja das komplette Haus in die Luft. Oder die Leute, die die Tiere brav rausbringen und dann explodiert auch nichts. So funktioniert das. Urk, ich glaube nicht, dass ihr mich endgültig besiegt habt. Das nächste Mal habt ihr... Urk, danke, dass ich das lesen durfte, Arsch. Die ist einfach weg. Die geben mir jetzt nicht mal mehr die Befriedigung, dass sie besiegt... Ja. Mimis Plan in Trümmern liegt. Das reine Herz ist sicher, das böse Bild. Kann ich jetzt aufhören zu verfickt nochmal reimen? Danke. 1500 Jahre waren wir, versteckten das reine Herz hier. Diese Pflicht ist nun getan. Oh, welch Glück uns widerfahren. Doch ehe wir fertig sind, muss ich noch was berichten, geschwind. Gib mir dein Herz. Mit dem lichten Prognostikon seid ihr vertraut und habt auch schon mal reingeschaut. Das heißt, meine Vorfahren und ich warten mit dem Herz auf dich und dich. Das ist mit Sicherheit besser als ich und ich, da muss ich auch dazu sagen. Doch etwas stand geschrieben nicht, drum bringe ich jetzt etwas Licht. Natürlich in Reimform, weil wir heute noch nicht genug gereimt haben. Das dunkle Herz zu schlagen, müssen stets 4 Heldenwagen. 4 Helden, Schalen, vertrieben mit ihrem Licht alle Qualen. Das ist, was man prophezeit. 4 Helden beenden alles Leid. 4 Helden? Mario und Peach, ihr 2 seid die Helden. Seid bei den Helden mit dabei. Findet fix die anderen 2, beendet so die Barbarei. Um zu lindern die Irritation, ich denke, ihr kennt die beiden schon. Könnte es womöglich Luigi sein. Mehr zu sagen, oder Toad, mehr zu sagen gibt's nicht, oder Bowser. Meine Pflicht. Ich gebe euch zu euch ohne Schmerz, nehmt es nur das reine Herz. Ja, danke schön. Ey, es ist gelb und der tolle Lichteffekt, zumindest dafür hat sich gelohnt. Darf ich? Ach, wir tanzen noch, Entschuldigung. Ich hab nicht aufgepasst, wir tanzen noch. Priorität. Ja! Besten Dank, Zitrox. Mimi, die Gehilfe von Graf Knickwitz hatte Mario und Co. und Mario und Köhne. Feste Falle, Fall. Nein, wir lachen nicht. Nie wieder. Wir sind ernstliche Menschen, Easy. Danke dir. Aber dank Merlet konnten sie Mimi besiegen. Doch wer waren die beiden anderen Helden, von denen Merlet gesprochen hatte? Noch 5 Herzen, Mario wusste, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Ja, ich möchte das Spiel definitiv speichern. Geh mir nie auf den Zeiger. So, dankeschön. Plötzlich wird natürlich alles wieder schwarz. Mr. Knickarsch, erzähl.
Es ist was schiefgelaufen. Ich habe gerade ein kurzes Memo von Mimi erhalten. Ein Memo von Mimi. Es lautet, ich habe versagt. Kläglich sogar. Das ist der ganze Text. Selbst die von mir verliehenen Kräfte haben also nicht ausgereicht. Die Helden aus dem lichten Prognostikon Nachkommen dieses uralten Stammes. Ihre Stärke wächst, aber zum Glück nur die, nicht wahr? Graf Knickwitz? Natürlich ernst auf diesem Kanal, ausschließlich. Bitte, Graf. Darf ich Ihnen auf die Glocke hauen? Bitte, bitte. Mach die Bande fertig. Die schreien danach. Oh, Glock, du glaubst also, dass es war ein. Dann bist du mit dem Bericht über deine Unzulänglichkeit fertig. Zeit. Ja, ich bin schon fast fertig. Ich muss nur noch das Ende schreiben. Und 1000 Seiten sind auch kein Pappenstiel. O'Clock braucht auch mal eine Pause. Beruhige dich, O'Clock. Zeit für eine Pause. Wahnsinns. Also das Writing ist fantastisch. Diesmal entsendet der Graf. Dimensio, komm zu mir, Graf Knickwitz. Was? Und schon bin ich da. Wie ein Windsturm bei einem Kindergarten-Picknick. Du wirst bestimmt gerne spielen, Dimensio. Das lässt sich arrangieren. Aber enttäusch mich nicht. Fertige diese Helden ab. Euer Wunsch ist mir zu Befehl. Zudem hört sich das nach einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich auf den Weg. Ich empfehle mich, Graf. Tschüss. Genau, tschö, Nivea. O'Clock, dein Bericht. Du erinnerst dich doch noch, oder? Bericht? Was zum... der Bericht und weg bin ich. Graf, darf ich euch über das Aktuelle aus dem Burg? Einige wären Problem bald griff. Snäsen. Diese Helden versuchen, diese erbärmlichen Welten zu retten. Ja, tut mir leid. Aber ihre Versuche werden vergeben sein. Niemand kann Graf Knickschitz aufhalten. Ja, dann haben wir ja quasi nochmal Glück gehabt. Oder Pech. Je nachdem, wie wir es denn betrachten. So wie auch niemand den Sturm in meinem leidenden Herzen lindern kann. Aha. Welche Überraschung, der Bösewicht ist vielleicht doch nicht ganz so böse, wie er auf den ersten Moment scheint. Oha, mein Kopf. Hey, wo bin ich? Oh, ich erinnere mich. Ich wollte die Prinzessin retten. Hab mich wohl verpatzt und... Wachgrüner Mann? Ja, hallo, Bösewichte. Alles klar bei euch? Ja, uns geht's ganz gut. Gut, dass du unverletzt bist. Hat er angenommen, er wäre erledigt. Snäsen Mandela. Oh ja. Auch der. Oh, dank Schnuffel, Alter. Komische Situation. Habt ihr die Prinzessin und Bofsa gesehen? Leider nicht. Du bist der Einzige, den wir hier gefunden haben. Hoffe, es geht ihnen gut. Wen interessiert schon, wie die Prinzessin geht? Scheint, als wären die meisten Lakaien gefangen worden. Und wir sind auch bald dran. Wieso bleibt dieser Typ so ruhig? So, Luigi, alter Freund, was hältst du davon, hier die Fliege zu machen? Wir hatten gehofft, du könntest uns einen Fluchtweg öffnen. Dann könnten wir fliehen. Zusammen, natürlich. Nein, das kann und darf ich nicht. Ich muss die Prinzessin retten. Wow, das hätten wir nicht erwartet. Die Geschichten der kühnen Heldentaten. Wir dachten, du wärst der Verteidiger der Schwachen. Wir hatten doch niemanden. Oder haben doch niemanden. In der Heldentaten? Verteidiger der Schwachen? Ich? Dann habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich. Du bist der Beste. Oh, wir sind hinter dir. Dann folgt mir, tapfere Goombas. Und los geht's. Yo, Alter. We'll be right back.